Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur dritten Folge der Veranstaltungsreihe Endlagersuche dauert länger. Was nun? Eine Veranstaltungsreihe des Nationalen Begleitgremiums. Mein Name ist Markus Dröge. Ich bin Mitglied des Nationalen Begleitgremiums und werde durch diese Veranstaltung führen, sie moderieren. Zunächst. Ja, Endlagersuche dauert länger. Es war zunächst im Standortauswahlgesetz avisiert, dass im Jahre 2031 bereits ein Standort gefunden sein sollte. Nun, durch konkretere Schätzungen des Zeitbedarfs ist es klar, dass es länger dauern wird. Die Prognosen gehen ins Jahr 2046 oder gar 2068. Und das hat natürlich auf den Prozess Auswirkungen, und zwar immense Auswirkungen. In unserer Veranstaltungsreihe werden wir verschiedene Themen und haben bereits zwei Themen behandelt, die damit zusammenhängen. In der ersten Folge ging es um die Frage der Zwischenlagerung. In der zweiten Folge ging es um die Geologie. Und in dieser Folge wird es nun um die Frage der Fachkräfte für die Zukunft gehen. Wie kann sichergestellt werden, dass auch in Jahrzehnten noch akademische und nicht akademische Fachkräfte für die Endlagersuche zur Verfügung stehen? Welche Themen können in der verbliebenen Zeit erforscht werden? Gibt es dadurch vielleicht auch ein Plus an Sicherheit? Und wie kann sowohl in der Gesellschaft als auch in der Fachöffentlichkeit ein Wissenserhalt über diese lange Zeit erhalten bleiben? Das sind Fragen, um die es heute gehen soll. Wir haben kompetente Podiumsteilnehmer, die ich gleich, bevor wir mit dem Podium beginnen werde, vorstellen werde. Wir werden zunächst einen Impuls hören, ein Eingangsstatement von Arnjo Sittig, ebenfalls Mitglied des Nationalen Begleitgremiums. Dann werden wir Zeit haben, eine Stunde für die virtuelle Podiumsdiskussion. Und im Anschluss daran ist genügend Zeit, 40 Minuten zur Diskussion hier im Plenum. Kurz vor 8 werden wir dann mit einem Abschlussstatement und einem Resümee die Veranstaltung beenden. 20 Uhr soll das Ende der Veranstaltung sein. Nun übergebe ich gleich medias in res an Arnjo Sittig zu seinem Eingangsstatement. Ja, danke schön. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Ich werde mal eben meine Präsentation teilen. So, die Endlagersuche dauert länger. Was nun? Lautet ja die Gesamtüberschrift unserer Veranstaltungsreihe. Und um erstmal alle ein Stück weit auf denselben Stand zu holen, möchte ich ganz kurz auf das Verfahren eingehen. Wo stehen wir überhaupt und was passiert noch? Wir sind momentan noch in der Phase 1, haben aber schon den Schritt 1 hinter uns gebracht. Und zwar hat die BGE den Zwischenbericht Teilgebiete im September 2020 veröffentlicht und damit den ersten Schritt in der ersten Phase abgeschlossen. Darin, in diesem Bericht sind noch 54% der gesamten Fläche Deutschlands als Teilgebiete ausgewiesen und kommen somit noch für ein Endlager in Frage. Und jetzt sind wir eben in dem Schritt 2. Dabei ermittelt die BGE Standortregionen für die übertägige Erkundung. Und die BGE hat eben jetzt in einem Rahmenterminplan übermittelt, dass die Standortregionenvorschlag im zweiten Halbjahr 2027 vorliegen wird. Daran kann man schon sehen, dass man dann natürlich nicht schafft, bis 2031 Phase 2 und Phase 3 abzuschließen. Auf der Folie sieht man, dass es dann in Phase 2 und Phase 3 keine Rahmenterminplanung mehr ist, sondern nur noch eine Zeitschätzung mit verschiedenen Szenarien auch. Das hängt natürlich stark davon ab, wie viele Standortregionen für die übertägige Erkundung die BGE am Ende übermittelt und welche Prüfverfahren auch am Ende eingesetzt werden. Und so kommen wir eben zu diesen Zahlen, die Markus Dröge auch schon genannt hat, dass es in einem besten Szenario im Moment, in dem Szenario A,
wir 2046 einen Standortvorschlag haben werden und in einem Szenario B, was länger dauert, 2068. Die Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, die sich getroffen hat und am Ende einen Abschlussbericht vorgelegt hat, wie das Standortverfahren eigentlich ja, durchgeführt werden soll und auf deren Grundlage dann auch das Standortauswahlgesetz formuliert wurde vom Deutschen Bundestag, hat auch schon in dem Abschlussbericht was zum Zeitbedarf gesagt. Die Kommission hat nämlich schon in ihrer Arbeit festgestellt, dass die Arbeiten rund um das Standortauswahlverfahren wahrscheinlich sehr lange gehen werden. Deswegen haben sie sich für eine zügige Realisierung der Endlagerung ausgesprochen, da eben die Endlagerung die sicherste Lagerung ist, da man zum einen da die Zwischenlagerproblematik ja, hat, wenn es eben länger dauert. Und man muss natürlich auch darauf achten, dass bei einer schnellen Realisierung des Endlagers nicht die Sicherheit und die Partizipation drunter leidet. Also Sicherheit und Partizipation sind prioritär. In diesem gesamten Verfahren soll eben der Vorhabenträger, also die BGE, frühzeitig einen Rahmenterminplan mit Ecktermin entwickeln. Das hat die BGE jetzt in dem letzten Jahr vorgelegt. Und alle Verfahrensbeteiligten, alle Institutionen, die an diesem Verfahren irgendwie beteiligt sind, sind eben auch dazu aufgefordert, das Verfahren und die Einrichtung des Endlagers zu optimieren und möglichst schnell durchzuführen mit einer gewissen Zeiteffizienz. Da hat zum Beispiel eben auch die Kommission gesagt, dass man Verfahrensschritte, wo es möglich ist, parallel verfolgen soll, um dadurch eben die Zeit effizient zu gestalten. Zusätzlich soll auch Forschung dort gefördert werden, wo es dann zum Beispiel, wo Zeit eben eingespart werden kann. Wir sehen also, die Kommission hat auch schon Punkte gesehen, dass es zum einen wahrscheinlich lange dauert und zum anderen, dass man aber auch Schritte haben kann, um diese Dauer zu reduzieren. Zu der gesamten Thematik Endlagersuche dauert länger, was nun, hatten wir schon zwei Veranstaltungen, zwei Online-Veranstaltungen. Heute ist die dritte. Und dann haben wir nochmal am 21. Juni eine Veranstaltung mit dem Fokus zur Zeitplanung, die auch online stattfindet. Und dann werden wir noch am 14. Oktober eine große Abschlussveranstaltung haben. Die wird einen gesamten Tag gehen, hybrid in Berlin. Die Anmeldung ist noch nicht möglich, wird bald möglich sein, aber man kann eben vor Ort und auch online teilnehmen. Und heute beschäftigen wir uns eben mit Fachkräfte für die Zukunft. Fachkräftemangel oder Fachkräfteengpässe hören wir im Moment immer wieder in ganz vielen Bereichen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sagt, dass es schon heute eben viele offene Stellen in vielen Bereichen gibt. Insbesondere auch wenn man sich die Region anschaut, sind da Süd- und Ostdeutschland betroffen. Und Berufsgruppen sind da zum einen bei den akademischen Berufen, der Bereich der Medizin, aber auch der Ingenieurwissenschaften in Maschinen- und Fahrzeugbau, auch die Elektrotechnik, IT und Softwareentwicklung und Programmierung im Handwerk. Ähnliche Probleme, zum Beispiel bei der Elektroinstallation und Montage, Schweißtechnik, Rohrleitungsbau und ganz besonders auch Maschinenbau. Und dann in der Pflege, was wir ja, glaube ich, in der Pandemie sehr stark eben jetzt mitbekommen haben, was aber davor schon war und jetzt auch immer noch ein Problem ist in der gesamten Pflege, also Gesundheitskranken- und Altenpflege. Und diese Problematik hat sich langsam entwickelt und wird sich noch weiter verschärfen. Gründe dafür sind zum Beispiel eben der demografische Wandel. Wir sind eine alternde und nicht ganz schrumpfende Gesellschaft, aber eben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, immer mehr Arbeitsplätze bleiben unbesetzt. Und was hat das Ganze denn jetzt für Auswirkungen auf die Standortauswahl? Ja, da stellen sich verschiedene Fragen. Wer kann überhaupt noch in mehreren Jahrzehnten ein Endlagerbergwerk bauen und auch betreiben? Dafür braucht man ganz viele verschiedene Expertisen, Fachbereiche, Berufe, die es jetzt im Moment noch gibt. Aber die Frage ist, bleibt das auch sichergestellt in mehreren Jahren?
Ein anderer Punkt ist das Thema Strahlenschutz. Auch da benötigen wir Expertise bei der Umladung von den Zwischenlager in die Endlagerbehälter und beim Transport zum Beispiel auch. Und auch, wer stellt überhaupt sicher, dass die erforderlichen Fachkräfte dann auch zur Verfügung stehen? Also welche Anreize können wir setzen? Wie können wir nachfolgende junge Generationen dazu ja, motivieren, in Fachbereiche dieser Art zu gehen? Und welche Alternativen, darüber muss man sich auch Gedanken machen, gibt es, wenn diese Fachkräfte in Deutschland nicht genug ausgebildet werden sollten oder nicht genug vorhanden sind? Welche Alternativen kann man da überlegen? Das heißt, wir sehen also, dass der Fachkräftemangel, Fachkräfteengpässe sich zum einen verschärfen, er ist schon da und wird sich noch verschärfen. Er ist in vielen Bereichen da und er hat eben auch Auswirkungen auf die Standortauswahl in verschiedenen Fragestellungen. Und deswegen wollen wir jetzt heute gern mit den Podiumsgästen darüber sprechen. Ich gebe zurück. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Arno Sittich. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie wichtig, ja, wie zentral das Thema der Fachkräfte für die Suche nach einem Endlager ist. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute sehr kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben, um diese Frage zu vertiefen. Und ich stelle sie kurz vor. Das ist einmal Dr. Theresa Hennig. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoktorandin am Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind sozusagen eine Vertreterin der jüngeren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen-Generation. Dann ist unter uns Professor Dr. Klaus-Jürgen Röhlig. Er ist geschäftsführender Direktor und Professor für Endlagersysteme am Institut für Endlagerforschung der Technischen Universität Clausthal und Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung, also ein profunder Vertreter der Fachwissenschaft. Herzlich willkommen, Herr Röhlig. Vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Dann haben wir Marcel Schmidt, Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Südniedersachsen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und Bundesbetreuer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, also des Vorhabenträgers der Endlagersuche. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie können heute die Perspektive der Mitarbeitenden, der Arbeitsbedingungen einbringen. Und wir haben Dieter Wittenberg von der DMT GmbH und Co. KG, Segmentleiter Mining und Engineering, also eine Firma, die Bergbauleistungen anbietet. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir steigen gleich ein, indem wir mit dem ersten Komplex beginnen. Da soll es schwerpunktmäßig um die Fachkräfte für die Zukunft gehen. In einem zweiten Teil werden wir uns dann etwas stärker auch auf die Frage der Forschung und den Erhalt von Wissen konzentrieren. Wir steigen gleich ein, indem ich Fragen stelle und ich möchte als erstes Herrn Wittenberg die Frage stellen, wie eigentlich die aktuelle Situation aussieht bei der Rekrutierung von Fachpersonal im Bergbaubereich. Spürt man hier bereits einen Handlungsbedarf oder einen Verbesserungsbedarf? Ja, ich würde vielleicht in einem kurzen Statement auch ein paar Hintergrundinformationen aus diesem Bereich einspeisen. Wir haben ja in dem Impulsvortrag sozusagen eine generelle Einleitung bekommen, dass das Thema des Fachkräftemangels momentan uns in Deutschland sehr stark beschäftigt. Wenn wir jetzt über kerntechnische und bergtechnische Arbeitsplätze diskutieren, dann ist das ja sozusagen eine Nummer kleiner und beschäftigt bestimmte Branchen. Ich denke, wir müssen als, ich sag mal so, mächtigste Kraft in unserer Diskussion berücksichtigen, dass wir natürlich in einer Marktwirtschaft leben, wo Angebot und Nachfrage letztendlich die Orientierung der jungen Leute dann beeinflusst, wohin sie Herr gehen. Wittenberg, Entschuldigung, Ingrid Losbüter hier. Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Das ist
Das ist Ihnen möglich, dass Sie näher ans Mikro gehen. Dankeschön. Ja, alles klar. Hört man mich jetzt etwas besser? Gerne etwas lauter. Ist gut, ja. Also ich wollte meinen Ausführungen aus dem gerade zitierten Grund ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wo steht die Bergbaubranche mit ihrer sozusagen Arbeitsplatznachfrage. Und wenn man das kurz zusammenfasst, das kann man sehr gut machen, bedeutet das, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr viele Arbeitsplätze natürlich im Gewinnungsbergbau in Deutschland abgebaut haben. Wir haben zwei größere Bergbaubereiche, die noch aktiv sind. Das ist der Tagebau auf Braunkohle und auch der Tiefbau auf Kali und Salze. Der Tagebau auf Braunkohle wird sicherlich zeitnah Geschichte sein, aus den bekannten Gründen. Das Thema Kali- und Salzbergbau scheint sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Da ist aktuell der Konflikt mit Russland wichtig. Das heißt, Düngemittel werden, denke ich, auch national stärker gefragt sein. Das heißt, wir können vielleicht mal festhalten, da gibt es durchaus eine Nachfrage nach Arbeitsplätzen, ich sage es mal so, im Tiefbau des Bergbaus. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht und hat auch eine Perspektive sicherlich, vermutlich in irgendeiner Form, so genau kann man das natürlich nicht sagen, auf das Jahr 2060. International noch ein schneller Satz. International sieht es natürlich mit der Rohstoffsituation anders aus. Es gibt riesige Umwälzungen im Bergbaubereich, weg von der Kohle, Öl und Gas in ganz, ganz vielen Ländern, selbstverständlich. Aber natürlich gibt es einen riesigen Rohstoffbedarf, unter anderem zum Beispiel durch die Energiewende. Lithium, Kobalt, seltene Erden, denke ich, sind in aller Munde. Das muss man berücksichtigen, wenn man über die Perspektiven redet, wenn man Fachkräfte sozusagen gewinnen will für den Bergbau. Nochmal, die stärkste Motivation ist sicherlich, jemandem dort einen vernünftigen, perspektivereichen Arbeitsplatz anbieten zu können. Wenn man dann die Frage beantworten will auf dieser Basis, sieht es momentan so aus, dass wir aus dem Blickwinkel der DMT immer mal wieder durchaus national ausgebildete Bergbauakademiker für uns gewinnen können. Ich persönlich würde vielleicht eine Perspektive eröffnen, auch für unsere Diskussion. Für mich besteht gerade bei der Gewinnung junger Leute großer Handlungsbedarf im Bereich der, ich sag mal, Information und auch der Imagepflege, was den Bergbau ganz allgemein angeht. Da hat der Bergbau, glaube ich, auch ein bisschen gelitten, so ist zumindest mein persönlicher Eindruck, weil das Thema Rohstoffgewinnung, glaube ich, nicht mehr diese Bedeutung hat und vielleicht auch bei dem einen oder anderen durchaus ein negatives Image hat. Also zusammengefasst, eigentlich eine ganz gute Lage. Hier und da kann man sich versorgen. Es gibt auch noch einige Leute, die durchaus Bergbau studieren in Deutschland, aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, wird es Schwierigkeiten geben. Das wäre so mein Einstiegsstatement. Herzlichen Dank. Aus der Sicht einer Bergbaufirma, Sie haben eigentlich schon die Brücke geschlagen. Junge Leute, die studieren, die Bergbau studieren. Deshalb jetzt die Frage an Frau Henning und auch Herrn Röhlig. Wie sieht die Situation des Nachwuchses in der Wissenschaft aus? Ich weiß nicht, wer von Ihnen beginnen möchte. Wie Sie mögen. Okay, dann würde ich sagen, ja. Gehen Sie los. Genau, also von einem, was Herr Wittenberg gesagt hat, kann man direkt die Brücke schlagen. Also man muss erst mal sehen, dass wir ja von sehr unterschiedlichen Arten von Fachpersonal reden, um die es hier geht. Herr Wittenberg hat gerade Bergbaufachpersonal angesprochen. Das ist also ein Ausbildungsgebiet, was natürlich hochinteressant ist für die Endlagerung, aber wie er selber schon gerade gesagt hat, eben auch für viele andere Bereiche. Das so ähnlich wird Frau Hennig das sich ja auch gleich vertreten. Sie kommt aus den Geowissenschaften und Geowissenschaften braucht man natürlich nicht nur für die Endlagerung. Was wir hier in Clausthal machen, ist noch was anderes. Wir bilden also auch, oder wir versuchen, muss ich vorsichtiger sagen, speziell Fachkräfte für die Endlagerung auszubilden. Und zwischen diesen beiden Arten von Expertise muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, wenn man das Ganze analysiert. Nichtsdestotrotz, all das, was Herr Sittig vorhin am Anfang geschrieben hat über den allgemeinen Fachkräftemangel, trifft natürlich auf uns auch irgendwie zu. Ich muss sagen, wir hatten bei uns in den Studiengängen schon immer Schwierigkeiten, Studierende anzulocken. Wir haben eben diese spezielle Ausbildung auch im Endlagerbereich. Das ist aber schlimmer geworden jetzt über die Krisensituationen, also insbesondere über diese Pandemiezeit hinweg.
Wir haben uns erst angeguckt, unsere Studierendenzahlen angeguckt, gedacht, ach, das ist ja ganz schrecklich. Dann haben wir den Blick über den Tellerrand gelenkt, festgestellt, ja, das gilt ja nicht nur für uns so, das betrifft die ganze Universität. Und der nächste Schritt war dann, dass man mit Kollegen von anderen Universitäten gesprochen hat und festgestellt hat, die Zahlen gehen eben überall runter. Also Herr Sittich hat das allgemein formuliert und das ist natürlich was, was uns auch betrifft. Also mit anderen Worten, wir haben Handlungsbedarf, wir haben Verbesserungsbedarf, eben auch weil, auch das hat Wittenberg schon gesagt, wir in Konkurrenz stehen zu vielen, vielen anderen Gewerken, weil auch MINT-Fächer immer noch nicht so richtig en vogue sind. Ich weiß nicht, ob Frau Hennig mir gleich widersprechen wird, vielleicht ist das aus ihrer Sicht anders, aber ich empfinde das so. Und wir dann irgendwann auch mit unserem Know-how, was wir brauchen, hinten anstehen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bedarfen. Und jetzt möchte ich nochmal die Brücke schlagen zu diesem nicht ganz so neuen Überlegungen zum Zeitbedarf. Also wenn wir in einer gesellschaftlichen Situation uns befinden, in der Krisen von allen Seiten drohen, Klimakrieg, wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt, dann hat Endlagerung vielleicht auch nicht mehr so die Priorität im gesellschaftlichen Bewusstsein. Hat sie vielleicht noch nie gehabt außerhalb unserer Welt, aber das wird jetzt noch schlimmer. Und dann werden die jungen Leute sicher auch in andere Richtungen gehen, wenn wir uns dieser Konkurrenz nicht stellen. Also insofern, ja, die Zahlen gehen runter und wir haben Handlungs- und Verbesserungsbedarf. Mhm. Herzlichen Dank. Wir haben ja auch schon von Herrn Wittenberg gehört, dass es vielleicht ein Imageproblem gibt bei den Bergbauwissenschaften, aber vielleicht natürlich auch besonders bei der Frage der Endlagerforschung. Frau Henning, Sie sind nun Vertreterin der jüngeren Wissenschaftlerinnen-Generation. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich kann mich dem auch anschließend, dass das zu beobachten ist, dass sich immer weniger junge Menschen für MINT-Studiengänge, also für Studiengänge im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also all die Studiengänge, die wir für die Endlagerung brauchen, interessieren. Das ist zum einen, wie gesagt, also wie eingangs schon gesagt, dadurch bedingt, dass es immer weniger Studienberechtigte gibt. Aber ich denke auch, dass die Wertschätzung für diese Studiengänge abgenommen hat. Und daraus ergibt sich auch, finde ich, für die Endlagerung ein ganz spezielles Problem, dass sich eben von diesen abnehmenden Anzahl der Studienberechtigten und dann immer weniger noch für die MINT-Studiengänge interessieren. Und von dieser geringeren Anzahl müssen sich eben auch noch welche für die Endlagerung interessieren. Und vielleicht müsste man hier auch schon noch ein bisschen eher ansetzen, also in den Schulen, bevor es in die Unis geht, dass die naturwissenschaftlichen Fächer an den Schulen mehr gefördert worden und Schüler einfach mehr Spaß an diesen Fächern haben und auch das Interesse daran geweckt wird. Also für mich zum Beispiel, ich hatte einen ganz tollen Geografielehrer und dadurch war für mich nach dem Abitur klar, ich wollte irgendwas mit Geo machen. Und so bin ich dann zur Geoökologie und am Ende zur Endlagerung gekommen. Und da wäre für mich auch schon Handlungsbedarf, wie gesagt, in den Schulen anzufangen und diese Fächer dort mehr zu fördern, um am Ende mehr interessierte junge Leute für diesen Bereich zu bekommen. Mhm. Wenn ich da nochmal eben von der anderen Seite her sagen darf, Frau Hennig ist jetzt in Richtung Schulen gegangen, ich gehe jetzt ans andere Ende. Was wir jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend beobachten, ist große Schwierigkeiten, PhD-Students, also Promovierende, zu gewinnen. Das hatten wir früher so nicht. Also wenn wir Promotionsstellen ausgeschrieben hatten, das hat immer noch ganz gut funktioniert, auch im Inland, inzwischen im Inland gar nicht mehr und auch aus dem Ausland zunehmend schwierig. Also das nochmal zu diesem anderen Ende des Ausbildungsgangs. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Das hört sich ja nun von der Analyse her so an, als wäre es wirklich eine schwierige Situation, Nachwuchs zu gewinnen. Ich möchte mich jetzt an Herrn Schmidt wenden aus der Sicht der Gewerkschaft. Die Gewerkschaften haben ja den Auftrag, sich um die Arbeitsbedingungen zu kümmern, um die Frage, ist der Beruf attraktiv, macht es Freude, kann man in diesen Beruf sich einbringen. Wir hören auch, dass die Situation ja nicht nur in Deutschland so ist, sondern es ist auch in anderen Ländern, in Kanada und in anderen Teilen Europas so, dass in den vergangenen 5 bis 7 Jahren etwa 50% Rückgang zu verzeichnen war in den Bergbauwissenschaften. Wie
Herr Schmidt, wie sehen Sie aus der Sicht der Gewerkschaft die Situation? Was glauben Sie, was die Gründe dafür sind, dass dieser Rückgang so stark zu verzeichnen ist? Ja, also ähnliche Bereiche, wie es gerade schon im HQA-Bereich berichtet wurde. Also es ist immer wichtig und toll, dass es gerade auf wissenschaftlicher Ebene die Sachen ausgearbeitet, vorbereitet werden. Aber die Projekte werden ja dann am Schluss müssen auch umgesetzt werden unter Tage. Und da geht es nämlich los. Wir haben generell den Fachkräftemangel. Der wurde jetzt schon angesprochen. Das ist, glaube ich, auch vielen Leuten ein Begriff. Haben die Spezifikation bei uns, dass wir halt dann noch dazu den Leuten noch sagen, ihr müsst Schichtarbeit machen auf Dauer und dann auch noch unter Tage. Und Schichtarbeit ist schon in sämtlichen Branchen ein Thema, wo viele Firmen kaum noch Leute finden und dann auch noch unter Tage das Thema. Das bedeutet doch eher ein schmutziges Gewerk. Das ist ein Riesenthema, wo wir auch sagen, da muss natürlich mit richtigen Tarifbereichen auch was gemacht werden. Wir haben jetzt bei der BGE zum Beispiel die besondere Situation, die ist jetzt nicht besonders alt. 2019 wurde die BGE erst zusammengeführt mit allen anderen Zwischen- und Endlagern. Und man sagt, jetzt haben wir endlich mal eine einheitliche Bundesgesellschaft. Und die ist auch noch so ein bisschen gerade in Tarifwerken so ein bisschen in der Erfindungsphase. Und da müssen wir auch gucken, dass wir da attraktiver werden, weil die attraktiven Arbeitsbedingungen sind am Schluss die, die auch ziehen werden. Was haben wir jetzt vor Ort oder was erlebe ich jetzt eigentlich vor Ort als Probleme? Ist tatsächlich, dass wir haben derzeit 50 Azubis in der BGE komplett angestellt in allen Lehrjahren. Das ist unserer Auffassung viel zu wenig. Da müsste man eine viel größere Offensive starten, eine Ausbildungsoffensive, weil das wird uns auf Dauer irgendwann auf die Füße fallen, wenn man da überlegt, das sind vielleicht die Hälfte, sind gerade mal im Bereich der technischen oder handwerklichen Ausbildung unterwegs und sich dann die Kolleginnen und Kollegen im Altersdurchschnitt da anguckt, da werden wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren ganz erhebliche Probleme bekommen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon teilweise in Rente gehen, können gar nicht so vernünftig fachlich nachbesetzt werden. Warum kommen auch teilweise die Leute nicht zu den Themen wie Schicht und auch Untertage? Bergbau, auch ein Riesenthema. Es ist eigentlich überall in den Medien, auch für die jungen Leute bewusst, es ist eigentlich ein aussterbender Bereich. Es wurde vorhin schon richtig gesagt, Kali und Salz, die wir auch betreuen, sind auch bei uns gar nicht mal so weit weg, weil wir sind ja im nördlichen und östlichen Bereich mit unseren Zwischen- und Endlagern unterwegs. Und Kali und Salz ist halt auch hier vertreten. Das heißt, da herrscht auch ein Fachkräftekonkurrenzkampf unter den Standorten, unter Kali und Salz und der BGE. Und das ist halt dann auch so eine Sache. Das heißt, dieser Markt, der ist schon relativ abgeschöpft. Die letzten Bergwerke sind halt in Schließung oder sind bereits schon geschlossen. Nordrhein-Westfalen, da sind auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei der BGE arbeiten. Wenn man da mal durch die Reihen geht, haben die meisten eigentlich ihren Hauptwohnsitz irgendwo im Ruhrgebiet. Und ich sage mal, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das heißt, wir müssen akquirieren aus der Region, aus der Gegend. Und das wird es ganz so schwierig machen. Und dann, Image wurde vorhin angesprochen, muss ich noch ergänzen, nicht nur Bergbau, sondern auch der Name. Also Endlagerung ist halt ein Thema, was politisch sehr im Kreuzfeuer ist. Sehr oft auch zu Recht, aber auch sehr oft, was ich erlebe, auch von anderen Gewerkschaften, unseren Schwestern zu Unrecht, wo man dann sehr mit populistischen Aussagen um die Ecke kommt und nicht sagt, wie es besser geht. Und das ist halt die Sache, wo ich so Begleitgremien hervorragend finde. Und auch wichtig, auch für unsere Leute, dass man da auch mal sagt, kritisch begutachten, es darf nicht alles einfach laufen. Und das ist dann halt die Sache, das macht es ein bisschen unattraktiv auch für junge Leute, wenn sie wissen, ich fange bei einem Unternehmen an, das hat einen Namen, aber der Name ist nicht ganz so attraktiv. Und da muss man auch gucken, dass zum Beispiel auch Geld einiges läuft, aber Geld ist dann auch nicht alles. Aber wenn man mal überlegt, wir haben jetzt gerade eine aktuell laufende Tarifrunde, wir haben jetzt erst die Gehälter für die Azubis oder die Azubi-Vergütung auf ein vernünftiges Niveau angepasst. Die waren bis Anfang des Jahres auf einem 10-Jahres- oder vor 10-Jahren Niveau. Wenn man mal als Beispiel nimmt, wir hatten da 950 Euro im ersten Lehrjahr und wir mussten es jetzt drastisch erhöhen. Jetzt haben wir es auf 1050 Euro erhöht. Da war halt die BGE auch lange nicht wirklich auf dem aktuellen Stand. Und wir versuchen halt jetzt alles auch daran zu setzen, dass wir die Tarifwerke, die existieren, auf einen zukunftsfähigen Stand zu bringen, um attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, weil wenn ich einen etwas schlechten Ruf habe, dann muss ich wenigstens gucken, dass es innerbetrieblich richtig toll, richtig sauber läuft. Ich hätte fast gesagt, eine Wohlfühloase ist, dass dann auch diese äußerlichen Bedingungen nicht ganz so schlimm sind. Und da sind wir auch dran, dass das vernünftig läuft. Aber auch das braucht leider, so wie viele andere Sachen, auch ein bisschen Zeit. Da haben wir Riesenaufgaben vor uns. Mhm.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir die unterschiedlichen Perspektiven schon einmal auf den Tisch gelegt, haben auch gemerkt, dass die Situation tatsächlich nicht einfach ist, dass die allgemeine demografische Situation eine Rolle spielt, dass das nicht so sehr große Interesse an den MINT-Fächern eine Rolle spielt, dass das Image der Endlagersuche eine Rolle spielt, also im Grunde verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Wir wollen jetzt aber doch auch nochmal verstärken in die Richtung, was kann denn getan werden? Ich sage nochmal, wir vom NBG haben natürlich einen ganz bestimmten Fokus. Wir sagen, es gibt ein großes gesellschaftliches Problem oder besser gesagt eine große Herausforderung. Es muss ein Endlager gefunden werden, um den Atommüll so sicher wie möglich in unserem Land unterzubringen. Das heißt, es ist eigentlich eine existenzielle Frage, dass für diese Aufgabe auch weiterhin Fachpersonal und Fachwissen zur Verfügung steht. Ich möchte jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, dass wir das auch miteinander diskutieren können. Wo sehen Sie die Anreize, die wichtigsten Punkte, wo angesetzt werden kann? Also zum Beispiel die Frage vielleicht mal an Herrn Wittenberg. Denken die Unternehmen auch daran, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben? Oder was haben Sie für Perspektiven, wo Sie sagen, da werden wir in nächster Zeit verstärkt tätig werden? Ja, wenn man sich den Lösungspfad anguckt, jetzt erstmal nur bezogen auf den reinen Bergbaubereich, sagen sich im Ausland zu verstärken, ist das ein Weg, den DMT jetzt? Bitte lauter. Ah, okay, ich bin wieder zu leise. Okay, ja. Also diesen Weg, sich im Ausland, insbesondere natürlich auch mit Bergbauakademikern zu verstärken, hat DMT in den vergangenen 10, 15 Jahren immer wieder mal probiert. Ich glaube nicht, dass das ein sehr einfacher Weg sein wird. Das hat einen relativ einfachen Grund, weil natürlich das Gros der Bergbaufachkollegen im Ausland bei den Gewinnungsbetreibern sind. Wenn man sich die Gehälter in Australien und Kanada und in anderen Ländern anschaut, gibt es relativ wenig Motivation, dann beispielsweise zu einem Dienstleister hier nach Deutschland zu wechseln. Also ich will damit nur die Einschätzung formulieren, dass es da keine schnellen Lösungen gibt. Was vielleicht hilft, das ist aber ein Sonderfall, wenn man sich die DMT anschaut, wir haben im Bergbaubereich eben Tochtergesellschaften im Ausland. Das bedeutet auch nicht, dass jetzt, ich sag mal, 5 oder 10 indische Kollegen dann mal einfach so permanent hier in Deutschland arbeiten, aber es gibt eben die Chance, dann eben auch projektweise möglicherweise Personaleinsätze zu organisieren. Also wenn man die Frage beantwortet haben möchte, wie einfach ist es, sich sozusagen im Ausland im Gewinnungsbergbau oder über den Gewinnungsbergbau mit Bergbau-Know-how zu versorgen, würde ich sagen, das ist kein leichter Weg. Das wäre meine Einschätzung oder meine Antwort auf Ihre Frage. Dann würde ich die Frage weitergeben an den wissenschaftlichen Bereich. Gilt das auch für die Zusammenarbeit an Universitäten mit dem Ausland? Ist auch das ein schwieriger Weg oder sehen Sie da Chancen, um durch die internationale Zusammenarbeit dem Problem Lösungen zuführen zu können? Herr Röhling. Mikro, bitte Mikro anmachen. Ja, Anfängerfehler, ich entschuldige mich. Ja, also wir sind sehr gut eingebunden in internationale Kooperationen. Das ist das eine, das ist die gute Nachricht. Allerdings sehe ich, wenn ich mir Bewegungen anschaue von ausgebildeten Akademikerinnen und Akademikern, die eigentlich immer nur in eine Richtung, nämlich aus Deutschland weg. Also auch von meinen Absolventen, von unseren Doktoranden bzw. fertigen Doktoris dann, das sind eigentlich eher Leute, die ins Ausland gehen. Die Schweiz ist da ein besonderes Beispiel. Also viele Angestellte oder viele Fachkräfte bei der NAGRA, die müssen erst Schweizerdeutsch lernen, weil die können aber Hochdeutsch. Die kommen also aus Deutschland. Von meinen Absolventen sind auch welche in Finnland, in Norwegen jetzt unterwegs. Also der Weg geht eher in die andere Richtung.
Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Imagepflege. Wir haben als Deutschland, auch im Ausland, das Image, und das wird jetzt nochmal verstärkt durch diese Diskussion zum Zeitplan, das Image, dass wir nicht sehr pragmatisch und nicht sehr zielorientiert an die ganze Frage der Entwaggung rangehen. Man sieht das auch an den Projekten, also England gerade nicht, aber Finnland, Schweden, Frankreich, die sind weit, weit von weg. Und wir werden da immer etwas skeptisch beschaut und das schlägt sich natürlich auch durch auf das Personal. Also dass von dort jemand zu uns kommt, ist unwahrscheinlicher, als dass der umgekehrte Weg gegangen wird. Und was kann man denn tun? Also was wir brauchen, sagen wir schon seit Jahren, sind attraktive Forschungsprojekte natürlich. Aber ich sagte auch gerade, die Bewerberzahlen bei PhDs, die sinken halt auch trotzdem, auch wenn wir attraktive Forschungsprojekte anbieten. Was wir brauchen, ist natürlich auch Infrastruktur. Das hat jetzt zum Teil wieder was mit dem Image zu tun. Also man kann ja schon beobachten, dass im politischen Raum auch sehr nach diesen Imagefragen agiert wird. Wir haben an der TU Clausthal zum Beispiel eben auch Institute schon umbenennen, mehr oder weniger müssen, weil Petroleum Engineering zum Beispiel nicht mehr en vogue war und das auf der Landesebene skeptisch gesehen wurde. Hochschulpolitik ist im Wesentlichen Landespolitik. Das heißt also, wir müssten natürlich diese Thematik Entsorgung auch in den politischen Raum besser reintragen, die mit einem anderen Image versehen. Was wir selber müssten meiner Meinung nach auch aktiv werden, insbesondere über Doktorandenkollegs, über Ringvorlesungen, um Menschen anzuziehen, die jetzt in relevanten Fachbereichen, die aber nicht nur zur Entlarvung gehören, eben auch aktiv sind. Das wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme. Aber wie gesagt, Ausland sehe ich eher skeptisch, trotz der guten Verbindung. Mhm. Frau Henning, würden Sie das so bestätigen oder sehen Sie aus der Sicht der jüngeren Wissenschaftlerinnen-Generation da vielleicht doch Möglichkeiten, die Situation zu verändern durch internationale Zusammenarbeit, auch Interesse von ausländischen Studierenden zu wecken, sich in Deutschland zu engagieren? Ich sehe es ähnlich wie Herr Röhlich. Also ich würde auch nicht komplett auf ausländische Studierende setzen, da es oft dann so ist, selbst wenn sie hier promovieren oder für eine Postdoc-Stelle herkommen, das sind alles befristete Stellen in der Regel und die Menschen gehen danach wieder. Also das Wissen bleibt nicht vor Ort und eigentlich sollten wir daran interessiert sein, hier ein gutes Fundament in Deutschland zu haben, um nicht auch komplett abhängig zu sein. Und auch dieses Imageproblem, dem kann ich auch zustimmen. Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis, erstmal ist es meistens gar kein Thema, Endlager, wenn man dann darüber erzählt, ist es sehr negativ behaftet, weil es am Ende um Müll geht, den man loswerden möchte. Und es wird auch immer mit der Kernenergie assoziiert. Und ich finde es halt wichtig, um junge Leute dafür heranzuziehen, dass sie erstmal überhaupt im Studium davon wissen müssen. Also ich bin auch eher zufällig zur Endlagersuche oder zu diesem Thema gekommen und so ist es auch bei vielen anderen und da denke ich, bräuchten wir einen systematischeren Ansatz, um die jungen Leute im Studium darauf aufmerksam zu machen, dass sie das als Arbeitsfeld für sich wahrnehmen und auch identifizieren. Da wäre, wie auch Herr Röhlich schon vorgeschlagen hat, das kann über Vorlesungsreihen funktionieren, Workshops, Seminare. Das müsste irgendwie mehr zentral organisiert werden, dass es nicht an den einzelnen Uni-Standorten hängen bleibt, vielleicht durchs NBG. Beispielsweise hat die TU Berlin jetzt auch ein studienübergreifendes Modul zu diesem Thema. Das ist auch eine sehr gute Idee, finde ich, um halt verschiedene Studiengänge damit abzugreifen. Und zum anderen finde ich es halt auch sehr, sehr wichtig, dass die jungen Leute in diesem Bereich auch eine Perspektive haben. Also das heißt, dass sie wissen, dass es dort gut bezahlte Jobs gibt, dass die Arbeitsbedingungen, die sind sehr wichtig. Und vor allem, dass es eben eine langfristige Perspektive, das heißt entfristete Stellen am Ende gibt. Und das auch im außeruniversitären Bereich und an den Universitäten, wo dann eben das Wissen am Ende an die nächste Generation weitergegeben wird. Und das ist momentan einfach nicht der Fall. Mhm. Vielen Dank. Des Hochschulbereichs insgesamt, was Sie gerade ansprechen natürlich. Das trifft jetzt nicht nur auf unseren Bereich zu. Nee, das stimmt. Ich dachte halt, also wenn ich möchte, dass Leute in so einem unbeliebten Bereich oder negativ behafteten Bereich wie der Endlagerung arbeiten,
sollen und wir möchten ja auch, dass sie da bleiben, da muss ich ihnen halt was bieten. Also. So eine Verstetigung wäre auch im Sinne des Wissens, als den Sie vorhin angesprochen hatten, Herr Dröge, sehr wichtig. Also letzten Endes, wer weiß denn in 40 Jahren noch, warum diese oder jene Analyse mal gemacht worden ist und wo er die Daten findet, selbst wenn die ordentlich nach Knowledge-Management-Gesichtspunkten aufbewahrt worden sind. Das, also diese Verstetigung, die ist, glaube ich, nötig, vielleicht sogar eine Institutionalisierung. Ja, da werden wir ja gleich noch ein bisschen vertiefter reingehen, diese ganze Frage des Wissenserhaltes, wo natürlich jetzt die Ausdehnung der Zeit nochmal eine ganz große Rolle spielt. Es sind ja immerhin jetzt bis zu 37 Jahre länger, wie diese Endlagersuche dauern könnte. Also das werden wir gleich nochmal vertiefen. Ich möchte zwischendurch auch diejenigen, die sich zugeschaltet haben, einladen, sich schon Fragen zu formulieren, zu sammeln, wenn Sie konkret etwas einbringen möchten. Das wird ja nachher noch in unserer Zeit richtig vorgesehen sein. Es kann aber auch möglich sein, dass Sie zwischendurch mal eine Frage stellen. Dann melden Sie sich dann bitte zu Wort. Bevor wir jetzt zu diesem zweiten Komplex kommen, nämlich die Frage, wie sieht die Forschungssituation aus oder ergeben sich nicht vielleicht sogar auch Chancen durch diese längere Zeit für die Forschung und wie sieht es aus mit dem Wissenserhalt, möchte ich noch eine Sache zuspitzen, die uns im NBG als Frage gekommen ist. Es geht ja auch bei dieser Suche nach dem bestmöglichen Endlager um die Frage des Strahlenschutzes. Es ist ganz wesentlich, wie damit umgegangen wird. Deshalb nochmal die zugespitzte Frage, wie sehen Sie denn die Chancen, die Möglichkeiten, die Aussichten, dass wir in unserem Land in Zukunft noch für diese wichtige Aufgabe des Strahlenschutzes die entsprechenden Fachkräfte und Wissenschaftler haben. Ist das nochmal etwas Spezielles, weil es vielleicht ein anderes Image hat, oder würden Sie sagen, das ist ganz analog? Ich gebe jetzt einfach mal die Frage offen rein an unsere Gäste, wer dazu etwas sagen möchte. Also ich kann es mal versuchen, ja, zumindest einen Startschuss zu geben. Also was speziell natürlich in diesem Bereich eine Rolle spielt, ist auch Infrastruktur. Das heißt also, wenn Sie Ausbildung machen wollen, wenn Sie Forschung machen wollen, dann brauchen Sie einen Kontrollbereich, dann brauchen Sie, wenn es richtig interessant wird, Herr Sitti hat, glaube ich, vorhin die Konditionierung für die Endlagerung angesprochen, dann brauchen Sie vielleicht auch mal eine heiße Zelle. Das sind alles Dinge, die nicht gern gesehen werden in Deutschland im Moment. Das schließt jetzt ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe. Also hier wäre natürlich Imagearbeit notwendig, damit Landespolitik auch mal bereit ist, für solche Dinge ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn das Image erstmal nicht so gut ist. Also im Moment sieht es eben wirklich so aus, dass diese Bereiche der Forschung von der Unterstützung her, auch von der Infrastruktur her am Absinken sind. Also wir haben wenig. Ich glaube, es gibt in letzter Zeit ein Beispiel, dass man mal eine heiße Zelle nochmal in Gang gekriegt hat. Und insofern haben Sie recht, Strahlenschutz ist speziell, tatsächlich. Ja. Und der Punkt, den ich bringen möchte, er braucht Infrastruktur in der Ausbildung und in der Forschung. Mhm. Möchte noch jemand anders dazu etwas beitragen? Christian Bücker, ja. Ich würde vielleicht ergänzen. Ach so, ja, gerne, Herr Wittenberg. Genau, danke. Ich würde vielleicht ergänzen wollen, also Sie haben das ja auch so ein bisschen als Frage gestellt, inwieweit das dann tatsächlich nötig ist. Also nach meinem Eindruck, wenn man Endlagerbergbau betreiben will, ist die sinnvolle Verbindung von kerntechnischem Wissen und bergtechnischem Wissen letztendlich die Grundlage, natürlich auch in Verbindung mit Geologie und Geotechnik. Und wenn diese drei Säulen nicht funktionieren, wird man die Lösung am Ende des Tages nicht vernünftig hinbekommen. Also wenn man wird sich auch in den kerntechnischen Disziplinen sehr genau überlegen müssen, wo sind dann noch Arbeitsplätze in Deutschland, wenn wir uns von der Energieerzeugung über Kerntechnik jetzt hier im April verabschiedet haben. Aber ich glaube, auch da gibt es ja Aktivitäten und es ist ja nicht so, dass in der Bundesrepublik Deutschland im kerntechnischen Bereich gar nichts mehr gemacht wird. Also gibt da sicherlich auch Bereiche, wo noch Aktivitäten sind. Ob das dann reicht,
für den Umgang mit stark radioaktiven Abfällen, das ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Vielen Dank. Jetzt sehe ich eine Wortmeldung, Herr Christian Bücker. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, Entschuldigung, bitte das Mikrofon hier. Christian Bücker, mein Name. Ich bin einer der Sachverständigen im Nationalen Begleitgremium. Wenn Sie das Thema Strahlenschutz aufbringen, ist das wirklich ein Thema? Strahlenschutz wird ja nicht nur im Bereich Endlager gebraucht. Das ist ja auch ein großes Thema in der Medizin, in der Materialprüfung. Und sehen Sie da wirklich einen Engpass im Bereich Strahlenschutz? Das ist jetzt eine Frage an wen? Eigentlich direkt an Sie, Herr Dröge, denn Sie hätten das Thema aufgebracht. Ja, ja. Naja, ich meine, wir haben die Frage natürlich, weil wir uns, wir sind keine Fachleute in dem Bereich, aber wir sehen unsere Verpflichtung darin, die kritische Frage zu stellen, ob es denn gewährleistet ist. Wenn dann die Antwort ist ja, dann ist es natürlich gut, aber wir müssen die kritische Frage zumindest gestellt haben. Vielleicht Herr Röhling, Sie hatten sich gemeldet. Ja, also ich hatte vor, mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der DRF, von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Endlagerforschung, auch mal über diese Frage gesprochen. Natürlich haben Sie recht, Strahlenschützer werden in allen möglichen Bereichen gebraucht, aber nichtsdestotrotz, der Rückgang ist schon bedenklich. Diese Signale habe ich gekriegt von den Kollegen. Also wir haben tatsächlich auch in diesen Bereichen einen Rückgang. Und das unbenommen der Tatsache, dass das eben nicht nur bei der Endlagerei gebraucht wird. Das ist einfach so. Mhm. Passt insgesamt vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Vielen Dank. Dann wechseln wir jetzt mal über in den zweiten Themenkomplex. In der jetzt zur Verfügung stehenden Zeit, die ja länger geworden ist. Entschuldigung, Herr Dröge, vielleicht noch einen Punkt. Ja, gerne. Und zwar, also wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, über diesen Zeitablauf, so als wäre das schon gesetzt. Ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass wir ja noch in einem Diskussionsprozess sind dazu. Also die BGE hat ihre Planung vorgeschlägt, das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgung hat das kommentiert, hat an manchen Stellen mehr Bedarf angemeldet, aber vor allen Dingen auch gesagt, dass das ganze Vorgehen nochmal evaluiert werden muss. Ja. Also ich glaube, der erste Schritt, der wirklich gegangen werden muss, ist, sich nochmal genau über einen Zeitplan, auch mit Unsicherheitsmargen natürlich, zu unterhalten. Und dann wäre der nächste Schritt, und der wäre uns in der Hinsicht, die wir gerade besprochen haben, viel beholfen, dass die Hauptakteure, also BGE, Bundesamt, dass die dann auch mal eine Bedarfsanalyse machen über die nächsten 10, 15, 20, 25 Jahre, sodass wir hier vielleicht auch nicht mehr ganz so im Dunkeln tappen. Also ich habe versucht, mich vorzubereiten auf die Podiumsdiskussion heute und habe festgestellt, da fehlt es irgendwo noch. Ja, also wir tappen alle irgendwo noch bei der Bedarfsanalyse auch ein bisschen im Dunkeln. Ja, also da haben Sie natürlich recht. Wir sind ja noch in der Phase, wo jetzt grundsätzlich das Verfahren angeguckt wird, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, das zu straffen, ohne an der Qualität Abstriche zu machen. Da sind wir mitten in einem Diskussionsprozess, sodass wir im Grunde heute auch Fragen stellen, die schon weitergehen. Und die Analyse ist noch nicht richtig geleistet. Und das ist sicherlich ein guter Hinweis, dass Sie sagen, zunächst mal muss der Zeitplan noch sicherer sein. Und dann muss auch eine Bedarfsanalyse, welche Fachkräfte werden gebraucht, das muss dann kommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir eben jetzt schon weiterfragen. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Harriet Kauseberg von der BASE. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Kann man mich hören? Hören können wir Sie, aber sehen leider noch nicht. Aber das haben vielleicht wir auch klappt das recht. Noch. Genau. Ja, ja. Wunderbar. Genau, ja, guten Abend in die Runde. Harriet Kauseberg ist mein Name. Ich bin Juristin am Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung und darf da den Bereich Planfeststellung und Genehmigung von Endlagern aufbauen. Eine Aufgabe, die weit in der Zukunft liegt und beziehungsweise ab Ende des Jahrzehnts eingeplant ist für das hochradioaktive Endlager, eben jetzt in einige Ferne gerückt ist. Und deswegen liegt mir das Thema
Nachwuchsförderung und Kompetenzerhalt natürlich besonders am Herzen. Ich wollte kurz noch mal auf die Frage der Bedarfsanalyse eingehen und sagen, dass die Bundesregierung sich im Zuge des Atomausstiegs da durchaus schon Gedanken gemacht hat. Also es gibt ein Konzept der Bundesregierung zum Kompetenzerhalt und zur Nachwuchsförderung aus 2020. Und auf der Basis wurde auch durchaus mal eine Bedarfsanalyse gemacht. Was sicher richtig ist, ist, dass man auch diesen Punkt in der jetzt anstehenden Evaluation des Standortauswahlverfahrens, die unser Haus ja auch angeregt hat, einbeziehen muss. Aber die Maßnahmen, die für den langfristigen Kompetenzerhalt grundsätzlich erforderlich sind, die wurden durchaus auch schon mal erhoben und aufgeschrieben. Das wollte ich einfach noch mal kurz reingeben. Und das sind eben ganz verschiedene Bereiche von der Schulung, Weiterbildung, Überforschung und so weiter. Viele Themen, die wir auch schon angesprochen haben, sind da eben angesprochen worden und ja, die sind eben zu verfolgen und umzusetzen. Und jetzt sicherlich nochmal mit diesem besonderen Twist der langen Perspektive auch anzugucken. Aber es gibt da eine Basis. Mhm. Gut, herzlichen Dank für diese Information. Dann will ich jetzt doch nochmal zurückkommen auf die Frage nach dem nach den Forschungsperspektiven. Sehen Sie aus der Sicht der Wissenschaft, Frau Henning, Herr Röhling, auch Möglichkeiten, jetzt diese Zeit zu nutzen, um vielleicht noch besondere, spezifische Forschungsvorhaben durchzuführen? Herr Röhling. Soll ich? Okay. Ja. Versuche ich es. Ich habe hier gerade noch die Chat-Funktion gesucht, um das, den Link reinzustellen in den Chat für das Konzept, was gerade angesprochen wurde, aber kann ich später machen. Also eins fällt einem natürlich sofort ein. Die meisten internationalen Endlagerprogramme haben Untertagelabore beziehungsweise nutzen Untertagelabore, die irgendwo auf der Welt platziert sind. Das macht auch Deutschland. Also die BGE, auch das Bundesamt sind beteiligt, auch die BGR sind beteiligt an Untertagelabors, zum Beispiel in Schweden, im kristallinen Wirtsgestein oder in der Schweiz, im Tonstein, auch in Frankreich. Wir haben keins im Steinsalz. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, nochmal hinzugehen und auch ein solches Untertagelabor auch im Steinsalz zu schaffen. Also ich muss vielleicht kurz erläutern, Untertagelabore braucht man eigentlich für mindestens drei Dinge. Das eine ist ganz praktisch Techniken, die man beim Endlager nachher braucht, also auffahren, Abfälle einlagern, Hohlräume verschließen, die zu erproben, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, sicherheitsrelevante Prozesse zu untersuchen. Und der dritte Punkt ist ein Kommunikationspunkt, dass man auch Menschen vertraut macht, eigentlich durch Begehung von solchen Untertagelaboren mit der Gesamtproblematik. Und insofern wäre natürlich sowas im Steinsalz gut. Allerdings, die schlechte Nachricht dabei ist natürlich, wenn wir so ein Projekt anfangen würden, dann treten wir damit auch beim Fachkräftebedarf wieder in Konkurrenz mit den aktuellen Arbeiten, die die BGE oder das Bundesamt zum Beispiel derzeitig durchführen müssen und in der Zukunft durchführen müssen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der jetzt auch im Forschungsbereich international, also auf der europäischen Ebene zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist Digitalisierung. Dass man also digitale Zwillinge für das Endlager schafft. Dass man andere Wege geht beim Sicherheitsnachweis aufgrund der Digitalisierung. Das steckt sehr in den Kinderschuhen. Dieses Momentum könnte man natürlich mitnehmen und verstärkt auch da in die Forschung investieren. Das sind die zwei Dinge, die mir oft so aus dem Stand einfallen. Mhm. Herzlichen Dank. Frau Henning, aus Ihrer Sicht, was würden Sie für Perspektiven für die Forschung sehen? Ja, also mein Fachgebiet in der Forschung sind Transportprozesse von Radionukliden im Tonstein und da diesbezüglich würde ich vor allen Dingen Langzeitexperimente sehe ich jetzt hier eine Möglichkeit, die durchzuführen, da wir einfach diesen längeren Zeithorizont haben. Also ein normales Diffusionsexperiment dauert im Schnitt
30 bis 90 Tage. Und wenn man das einfach über ein paar Jahre mal laufen lassen könnte, um zu gucken, was passiert nach der Zeit, das fände ich eine interessante Möglichkeit. Jetzt ist eine Wortmeldung von Herrn Kühn, Michael Kühn. Ja, stellen Sie sich kurz vor und dann Ihr Beitrag. Ja, schönen guten Tag. Ich arbeite am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und bin auch einer der Sachverständigen, wie Herr Bücker, in diesem Thema. Also ich würde hier gerne mal im Anschluss an das, was Herr Röhlich gesagt hat, etwas provokant in den Raum stellen wollen. Wir haben eigentlich ein Forschungsbergwerk, was wir verfügbar machen könnten in Deutschland, was jetzt aber geschlossen wird. Also Gorleben wird kein Endlager, aber es könnte in meinen Augen ganz vorzüglich ein Forschungsbergwerk auch sein. Ich weiß, dass es von der Kommunikationsseite her ein Riesenproblem sicherlich wäre, aber das müssten wir uns eigentlich überlegen, denn Herr Röhlich hat völlig recht, das fehlt einfach noch. Es gibt keins in der Welt und es wäre vielleicht etwas, was man tun könnte. Vielen Dank. Herr Bücker. Ja, vielen Dank. Ich möchte mal zurückkommen auf die Idee von Herrn Röhlich, die eben eingebracht wurde, das Thema Endlagerung zu institutionalisieren. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir früher mal vor vielen Jahren ein Institut für Tieflagerung der Gesellschaft für Strahlenforschung in München. Das Institut war, glaube ich, in Braunschweig gewesen, gibt es aber nicht mehr. Aber ich denke, das ist doch eine Idee, die wir weiter verfolgen sollten, das wirklich zu institutionalisieren, ein Institut für Endlagerung einzurichten, dort Forschungsinitiativen aufzugreifen, dort auszubilden. Das hat Zukunft, dieses Institut. Das wird für einige zehner Jahre, wenn nicht gar 100 Jahre, aktiv bleiben können. Vielen Dank, ein konkreter Vorschlag. Herr Fox, Andreas Fox. Hören Sie mich, Herr Fox? Ja, ich höre Sie, vielen Dank. Nur eine kleine Anmerkung. Wir haben überhaupt kein Forschungsbergwerk im Salz. Im Zusammenhang mit der Stilllegung des ERAM, des Endlagers für radioaktive Abfälle in Morsleben, werden ja ganz unterschiedliche Entwicklungsprojekte vorangetrieben. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat schon mehrfach auch dargestellt, dass es selbst auch Forschung betreibt. Die BGE macht auch Forschung und Entwicklung. Und dort werden unter anderem Versuchsbauwerke eingerichtet zu Verschlussbauwerken im Anhydrit und auch im Salz. Also insofern ist man sicherlich da nicht ganz blank. Mich würde allerdings natürlich auch hier Ihre Einschätzung zu diesen Veranstaltungen interessieren. Danke. Vielen Dank. Ich würde gerne noch. Ja, Herr Röhling, direkt dazu. Also, natürlich, da gibt es zum Beispiel ein Verschlussbauwerk, ein Versuchsbauwerk, was Herr Fox angesprochen hat, in Moosleben. Das sind Entwicklungsarbeiten, die sich aber auch direkt auf das aktuelle Projekt Moosleben beziehen, natürlich. Man muss natürlich auch sehen, Moosleben ist ein Endlager, wo es schon radioaktive Abfälle gibt und was wir eigentlich gerne mal bald verschließen möchten. Und wir reden ja ganz offensichtlich von ganz anderen Zeitskalen hier. Und insofern wäre ich ein bisschen vorsichtig, jetzt in Moosleben noch ein großes Versuchsprogramm anzufangen. Insofern könnte ich mich eher dem Vorschlag von Herrn Kühn anschließen. Die Idee hatte ich vor Jahren auch schon mal, als es um die Frage der Rolle Gorlebens im Standortauswahlprozess ging. Wir unterscheiden ja bei den Untertagelaboren zwischen sogenannten standortspezifischen, das wird in Finnland zum Beispiel gemacht. Das heißt, ich gehe an einen Ort, wo ich nachher auch das Endlager bauen möchte und untersuche das direkt. Das hätten wir in Gorleben natürlich dann nicht gewollt, sondern wir hätten gesagt, wir machen ein sogenanntes generisches Untertagelabor, was von vornherein darauf ausgerichtet ist, dass an diesem Ort eben dann keine Endlagerung de facto mehr stattfindet. Und das muss man dann irgendwie rechtlich und auch technisch ausschließen. So was ist möglich. Aber das war, Herr Kühn hat es, glaube ich, auch schon gesagt, politisch nicht umsetzbar, leider. Also insofern, Moosleben ist schwierig, halte ich, als ein laufendes Endlagerprojekt, da jetzt noch großartige Forschungsprogramme aufzulegen.
Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, Herr Röhling, was Sie gerade nur kurz genannt haben, die Frage der Digitalisierung. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, in welche Richtung das gehen könnte? Ja, das fragen wir uns selber alle gerade. Wir sind da wirklich noch sehr in der Anfangsphase. Also es gibt natürlich Beispiele, Herr Wittenberg kennt sich ja aus dem Bergbau, es gibt, können Sie vielleicht auch noch was dazu erzählen, aus dem Bauwesen, wo zum Beispiel die digitale Zwillinge geschaffen werden, wo also digital das zunächst noch hypothetische und später dann materielle System, in dem Fall Endlager, abgebildet wird mit seinen Eigenschaften, mit den ganzen technischen und wissenschaftlichen Komponenten, die da eine Rolle spielen, wo man dann auf Informationen zugreifen kann, wo man visualisieren kann. Und wir sind, ich bin selber im Bereich Sicherheitsnachweis tätig und da machen wir uns gerade im Moment Gedanken über einen digitalen Sicherheitsnachweis, der dann neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet. Also man kann dann Interessierten auch eher klar machen, wie das System eigentlich funktioniert und das auch mit Visualisierung verbinden und auch mit Interaktivität verbinden. Und das erleichtert aber auch die eigene Arbeit. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich in einem Sicherheitsnachweis mir Gedanken darüber machen muss, welche Prozesse eigentlich eine Rolle spielen und wie die miteinander agieren. Also dass eben da chemische Reaktionen, Hydraulik, Mechanik, dass das eigentlich irgendwie zusammenwirkt, dass man das systematisiert, dass man nichts vergisst, dass man das strukturiert, die Arbeitsprozesse. In diesem Bereich würde das auch sehr helfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar oder erhellend war oder ob doch eher erklärungsbedürftig. Mhm. Ich würde vielleicht ein bisschen noch was in diese Richtung. Ich wollte aus dem Blickwinkel sozusagen des Bergbaus auch zu Forschungs- und Entwicklungsbedarf noch ein bisschen Stellung nehmen. Und das führt eigentlich genau zu den Gedanken, die Professor Röhlich gerade ausgeführt hat. Ich will es mal so formulieren. In den nächsten 20 Jahren wird der Gewinnungsbergbau sein Gesicht sehr deutlich verändern. Einfach durch ähnlich umgreifende Prozesse, die wir auch in anderen Wirtschaftszweigen haben. Und die Digitalisierung ist sicherlich ein zentraler Motor. Es werden Techniken vorangetrieben, die auch sofort erkennbar für den Endlagerbergbau Auswirkungen haben werden. Ich sage mal, über die Digitalisierung, Fernhantierbarkeit, über das Thema Automation. Das wird wahrscheinlich auch Konsequenzen haben für den Arbeitsplatz des Bergmanns. Das war vorhin ja zu Beginn von Herrn Schmidt eine Anmerkung. Also ich glaube nicht, dass das vielleicht Forschungsbedarf im eigentlichen Sinne für uns ist in Deutschland, weil die mächtigen Kräfte der Rohstoffgewinnung, der kommerziellen Rohstoffgewinnung, sind natürlich in anderen Ländern auf dieser Welt. Aber ich würde vielleicht von Entwicklungsbedarf reden, wenn wir den Versuch unternehmen sollten, in ernstzunehmenden Projekten dieser Entwicklung, an diesen Entwicklungen zu partizipieren und zu gucken, was dort passiert. Ich würde das für eine wichtige Sache halten, denn sonst wird man in 20 Jahren in den Rückspiegel gucken, da wird man nicht sehen, aber dann wird man nach vorne gucken und feststellen, dass die anderen, wer weiß, wie weit vor einem sind. Ich glaube, das würde auch nicht dem Anspruch des Endlagerbergbaus und unseres Endlagers genügen, dass wir ja immer versuchen, auch in alle Richtungen zu schauen. Also ganz klar, die Idee, der Wunsch, die Forderung kann man ausdrücken, wie man will, diese Entwicklungen mit im Auge zu behalten, wenn wir da konkurrenzfähige, auch in Bezug auf Sicherheit, Überlegungen anstellen wollen, damit man einfach, ich sag mal, wie heißt das immer so schön bei uns, Stand von Wissenschaft und Technik auch im Bereich der Bergtechnik abbilden können. Und da sind Features unterwegs, die uns sozusagen unmittelbar auch nützen werden. Mhm, vielen Dank. Herr Schmidt, Digitalisierung und Veränderung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung ist natürlich auch ein großes Thema für die Gewerkschaften. Sie haben sich gerade, ich wollte Sie gerade ansprechen und in dem Moment haben Sie sich gemeldet. Herr Schmidt. Ja, auf meinen Vorredner würde ich da ganz gerne nochmal eine gewisse Ergänzung zupacken, weil das ist komplett richtig. Auch die BGE bewegt sich in der Digitalisierung vor. Ich sage es jetzt mal ganz diplomatisch, natürlich nicht schnell genug für die Gewerkschaft. Das ist, liegt aber auch in der Sache selbst. Aber zum Beispiel wird da jetzt auch geguckt, dass man zum Beispiel auch bestimmte Fahrübungen über einen Fahrsimulator macht, ne, die dann unter Tage dann zur Anwendung finden, sodass man dann unter Tage normal produzieren kann, aber jetzt nicht irgendwelche Bereiche sperren muss
für eine Fahrsimulation oder aber auch, und da bin ich auch sehr froh, wenn man guckt, dass man auch in die Gesellschaftsinformationen geht, dass man dann in Form von diesen wunderbaren neuen VR-Brillen auch ermöglicht, ohne dass man jetzt unter Tage fahren muss, auch mal so unter Tage rumzulaufen, virtuell. Da versucht die BG tatsächlich einige Schritte in die richtige Richtung zu tun, wo auch wir sagen, oder auch ich in dem Punkt sage, das ist richtig und wichtig, weil womit kriegt man vor allem auch junge Menschen ein wenig ja, gecatcht? Es ist Digitalisierung, es ist Technik, es ist auch mal Spielerei, das Gefühl, etwas anfassen zu können, ohne es anfassen zu können. Und das ist halt eine Sache, die wird auch unter Tage immer mehr eingesetzt werden. Wir haben jetzt da vor einiger Zeit tatsächlich an alten Vereinbarungen gesessen, wo noch Sachen vereinbart waren von den Anfang 2000ern, wo es gewisse Schmutzzulagen gab, die es heute gar nicht mehr geben kann, weil dieser Bereich inzwischen schon so sauber ist. Und der war früher oder bis vor einigen Jahren noch richtig problematisch. Und auch Messsysteme, digitale Messsysteme nehmen immer mehr Einzug, die auch nicht immer auf die komplette Begeisterung der Mannschaft tatsächlich zurückführen. Also da gab es auch schon ganz wilde Diskussionen mit Überwachungseinrichtungen, die tatsächlich die Systeme überwachen sollten zur Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen, dass wenn sie dann mit einem Förderfahrzeug unterwegs sind, wenn das dann zu lange steht, dass es eine Meldung weitergibt, dass eventuell was passiert ist, als so eine Art des Frühwarnsystem, wo man auch sagen muss, ja, Technik ist gut, Technik ist schön, aber darf natürlich nicht zur kompletten Überwachung führen. Das heißt, man bewegt sich in großen, großen Schritten auch in die richtige Richtung mit vielen Abweichungen und dann muss man auch mal gucken, dass man auch die BGE wieder dann so ein bisschen in Spur bringt. Aber tatsächlich, da passiert auch was ganz, ganz viel nebenbei und das ist auch eine gute Sache. Also das ist eine der wenigen Sachen, die man nicht so tatsächlich so kritisch betrachten muss aus unserer Wahrnehmung. Ja, vielen Dank. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also Forschungsmöglichkeiten, Entwicklungsbedarfe, da haben Sie genannt, ein Forschungsbergwerk in Salz wäre notwendig, wäre eine gute Möglichkeit. Der Name Gorleben ist ins Gespräch gebracht worden, aber auch die Frage, ob es nicht ein Institut für Endlagerung geben müsste und schließlich der ganz große Bereich der Digitalisierung, der sicherlich, so habe ich es auch aus den Voten herausgehört, auch zur Imageveränderung etwas beitragen könnte, um deutlich zu machen, hier geht es auch um Zukunftstechnologien im Bergbau, in den Ingenieurwissenschaften. Das möchte ich jetzt erstmal so stehen lassen und jetzt zu dem großen Bereich kommen, wie kann eigentlich der Erhalt des Wissens ermöglicht werden. Wir im NBG stellen uns auch die Frage, unsere Aufgabe ist es ja auch, die Öffentlichkeit zu beteiligen, also bekannt zu machen, was an notwendigem Wissen existiert für ein Gelingen der Endlagersuche. Und diese Fristverlängerung, wie ich es mal nennen will, die, wir haben es ja gehört, natürlich noch nicht klar definiert ist, aber doch deutlich gemacht hat, dass die zeitlichen Phasen sehr viel länger sein werden. Das hat uns natürlich auch noch mal zum Nachdenken gebracht. Wie können wir eigentlich all das, was jetzt an Wissen zusammengetragen, vermittelt, kommuniziert wird, wie kann das weitergetragen werden in die nächste, übernächste Generation, ja vielleicht sogar bis ins nächste Jahrhundert? Und diese Frage gilt natürlich ganz stark auch für die Wissenschaft, für die Technik, für das Wissen eines Unternehmens. Wie kann es gelingen, das Wissen für die Zukunft zu konservieren? Normalerweise geschieht dies ja so, dass die nachfolgenden Wissenschaftler und die nachfolgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma mit hineingenommen werden in das Wissen, das an der Universität, an den Hochschulen, in den Firmen gespeichert und tradiert wird. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt zunehmend eben auch Personalprobleme haben werden? Wie sehen Sie diese Herausforderungen sowohl in der Wissenschaft als auch in den Unternehmen, das Wissen für zukünftige Generationen zu konservieren? Wer möchte dort gerne beginnen? Zuletzt hat Herr Wittenberg gesprochen, dann frage ich jetzt mal wieder die Wissenschaft. Vielleicht Frau Henning, was haben Sie für Vorstellungen, wie Sie die nächsten Generationen mit dem
Wissen aus Ihrem Fachbereich auch, wie Sie das bewahren können? Ja, also für die Fachwelt, da sehe ich die Universitäten und außeruniversitäre Institute im Zuge. Und da würde ich sagen, funktioniert die Wissensweitergabe über Vorlesungen oder Seminare. Aber das hängt, wie bereits schon gesagt, auch am entsprechenden Personal ab. Das heißt, entfristetes Personal, was langfristig an den Instituten und Universitäten ist, um das Wissen weitergeben zu können. Und da finde ich, ist es auch sehr wichtig, immer ein systemisches Verständnis des gesamten Endlagers weiter zu vermitteln und sich nicht nur auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren. Und wichtig ist dabei, dass die Grundlagen gelehrt werden und dann entsprechende Erkenntnisse digital erfasst und archiviert werden. Also nicht nur in Form von Publikationen, sondern eben auch die Modelle, Daten, Experimente archiviert werden. Und für die Öffentlichkeit muss, denke ich, die Relevanz des Themas wichtig sein, damit sich junge Leute dafür interessieren. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist halt Fridays for Future. Die junge Generation hat erkannt, dass der Klimawandel für sie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und sie in naher Zukunft betrifft. Und dementsprechend informieren sie sich, treffen sich mit Wissenschaftlern und halten selber Workshops zu diesen Themen ab. Und das müssten wir irgendwie auch mit dem Thema Endlager erreichen und vor allen Dingen über eine lange Zeit. Also Herr Röhling, möchten Sie gerne ergänzen? Ja, Sie hatten vorhin schon diesen Begriff Institutionalisierung nochmal aufgegriffen. Das passt zu dem, was Fallnich jetzt gerade gesagt hat. Also wenn man eine akademische Forschungsinstitution schaffen könnte, wo auch entfristete Postdoc-Stellen zum Beispiel eine Rolle spielen, dann wäre eine gewisse Gewährleistung gegeben, dass Wissen weitergetragen wird. Das Problem ist ja nicht nur, dass man die Sachen irgendwo ordentlich speichert, wo sie noch in 20 Jahren lesbar sind. Das Problem ist ja auch, dass ich dann jemanden finden muss, der an der richtigen Stelle guckt in 20 Jahren. Das ist, glaube ich, tatsächlich nach dem heutigen Stand mit noch beschränkter KI nur über Menschen zu schaffen. Und insofern, ja, Human Resources ist das Wichtigste, was wir haben. Und das sollten wir auch ein bisschen besser würdigen und ein bisschen mehr fördern. Und dann wäre vielleicht es auch mal angesagt, die Lage der akademischen Arbeitskräfte etwas zu verbessern an der Stelle. Ich rede jetzt nicht von Professoren, ich rede eher von den anderen. Vielen Dank. Herr Wittenberg, aus der Sicht eines Unternehmens, Transfer von Wissen, Erfahrungen, Fähigkeiten in die nächsten Generationen. Ja, aus meiner Sicht schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aus dem Blickwinkel der kommerziellen Unternehmen, würde ich sagen, haben das schon an vielen Stellen auch diskutiert, ist es relativ einfach. Wir brauchen eine Anwendung dieses Wissens. Wir haben gesagt, vielleicht K+S wird noch weiter Bergbau betreiben. Wir haben gesagt, die BGE ist natürlich auch ein interessanter Bergbaukonzern werden. Konrad muss betrieben werden. Vielleicht in welcher Form auch immer wird die Asse betrieben. Also da gibt es Anwendungsmöglichkeiten für Wissen. Dann glaube ich, übrigens auch Auslandsprojekte, etwas, was in dem Papier, was vorhin zitiert wurde, 2019, 2020 damals vom BMWI miterarbeitet wurde, wurde auch erkannt, dass natürlich auch aus Dienstleistungssicht, sage ich mal, in Richtung Auslandsprojekte durchaus gedacht werden kann. Auch da kann ja Wissen angewendet werden. Auch im Bereich der nuklearen Entsorgung gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, auch im Ausland an Projekten teilzunehmen. Also nach meiner beruflichen Erfahrung, und ich bin auch schon einige Jahre, wie man vielleicht an der Farbe des Bartes sieht, beruflich tätig, ist es so, dieses Wissen muss nachgefragt werden. Sonst ist es so, dass bei kommerziellen Unternehmen eine Konservierung, ich sage es mal vorsichtig, eher schlecht gelingt. Ich habe als Mitarbeiter der DMT mich in den ersten 15 Jahren sehr intensiv mit unserem deutschen Steinkohlenbergbau beschäftigt, ein Wissen, was natürlich national nicht mehr nachgefragt wird und ganz vereinfacht, ganz vereinzelt noch im Ausland vermarktet werden kann, das so ein Wissen verkümmert. Also da würde ich, für mich ist die Hauptantriebskraft, dass wir Jahrzehnte überbrücken können, immer wieder wachsam sein, wo ich dieses Wissen, was wir benötigen, das gilt übrigens
für die Kerntechnik nach meiner Einschätzung genauso wie für den Bergbau, wo wir dieses Wissen anwenden können. Das ist, glaube ich, der entscheidende Motor. Und dann gelingt Wissenserhalt sofort. Wenn man das in Projekten weitergeben kann, läuft das über Mitarbeiter unterschiedlichen Alters, die irgendwo zusammenarbeiten. Da haben Sie jetzt aber gerade ein Problem aufgerissen bezüglich dieser verlängerten Zeitplanvorstellung. Weil genau das haben wir dann gerade nicht über lange Zeiten. Projekte, an denen die Leute arbeiten können. Da wird dann in irgendwelchen Zwischenstadien gemuddelt. Ist der Bau eines Endlagers noch lange nicht in Sicht. Also da sehe ich eher so einen Drop dann auch, auch in der Motivation. Ne? Ja. Ja, wobei, wenn man das auf die AW-Endlagersuche bezieht, ich glaube, wie Sie es tun, kann ich dem sofort zustimmen. Aber es gibt ja auch Know-how-Erhalt, Pflege, wie gesagt, zum Beispiel durch den Betrieb des Endlagers Konrad, durch andere Aktivitäten. Das, in meinen Augen kann sich das ja durchaus gegenseitig befruchten. Sicherlich nicht vollständig, das ist ganz klar, aber das sind alles so Brücken, über die man gehen kann. Darauf wollte ich nur hinweisen. Vielleicht auch in anderen Wissensbereichen, die mit der Nutzung des untertägigen Raums zusammenhängen. Also CO2-Speicherung ist kürzlich von einem grünen Wirtschaftsminister angesprochen worden, überraschenderweise. Fracking ist vielleicht auch nicht ewig ein Tabu in Deutschland. Energiespeicherung wird in jedem Fall ein Thema werden, unterirdisch. Also, dass man da Brücken schlägt zu diesen Bereichen und die Verwandtschaften erkennt und nutzt. Brücken schlagen wäre vielleicht noch etwas, wo ich noch eine kurze Anmerkung gerne zu machen würde. So bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ist mir so die Überschrift Entsorgungstechnik einfach in den Kopf gekommen. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich in der Verfahrenstechnik und im Maschinenbau im Detail auskennt. Das scheint mir aber auch so etwas zu sein, vielleicht im Sinne von Professor Röhlich, gerade so eine Brücke, über die man gehen kann. Wenn es uns gelingt, natürlich hat Endlagerbergbau auch, ist auch Entsorgungstechnik, selbstverständlich. Wir wissen das, aber wissen das die Maschinenbau und die Verfahrenstechniker, die sich vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen verfahrenstechnisch mit dem Recycling von Batterien beschäftigen? Also vielleicht ist das nochmal so ein Gedanke, wo wir diese ganz unterschiedlichen Aspekte, die wir diskutiert haben, ich sage mal Werbung für unsere Fachdisziplin, akademischer Nachwuchs, bis hin zu diesen Ringvorlesungen, all das, was wir diskutiert haben, vielleicht nochmal, dass man das nochmal unter die Lupe nehmen kann. Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Fachmann an dieser Stelle, aber wenn man da hinguckt, hat man das Gefühl, da müsste was zu holen sein. Das war noch so eine Anmerkung, die ich in die Runde nochmal werfe, als konkreten Ansatzpunkt. Konkreter Ansatzpunkt, neue Brücken schlagen, um dort auch neue Perspektiven zu eröffnen. Ja. Eine Brücke in die Entsorgungstechnik, wenn man es ganz kurz will. In die Entsorgungstechnik allgemein. Also allgemein in Fachbereiche, die Verwandtschaften aufweisen. Ne? Ja. Mhm. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Herrn Rühhag von der BGE. Ja, ich dachte, ich melde mich auch mal zu Wort. Erstmal ganz generell ist das natürlich auch aus unserer Sicht, also ich arbeite ja im Bereich, bin Abteilungsleiter Sicherheitsuntersuchung im Bereich Standortauswahl und von daher begrüßen wir das natürlich sehr, dass dieses Thema auch im Fokus auch steht, dass wir brauchen natürlich Personal für unsere Arbeiten und für dieses lange Projekt, was wir vor uns haben. Aber ich wollte auch einfach nochmal ganz konkret auch darauf hinweisen, dass natürlich die Arbeiten ja nicht nur eben entsprechend beginnen, wenn wir anfangen, wenn wir den Standort gefunden haben und die eigentlichen Arbeiten dort starten, also das Auffahren des Endlagerbergwerks, sondern dass wir natürlich auch bereits jetzt, wenn wir jetzt die Arbeiten im Schritt in der Phase 1 entsprechend abgeschlossen haben, nach unserer Planung mit Ende 27, wir danach ja auch in die Erkundungsphase dann einsteigen werden. Und diese Erkundungsphase ist ein sehr, sehr großes Projekt. Erstmal in erster Linie geophysikalische Erkundung und das Abteufeln von Bohrungen, aber dann natürlich auch sukzessive, vielleicht ja auch dann auch Erkundungsbergwerke. Das ist noch ein bisschen im Fragezeichen versehen, inwieweit die dann auch wirklich erforderlich sind oder ob man das auch über Bohrtechnik machen kann. Aber es ist gar nicht in so weiter Entfernung eigentlich, dass wir doch auch tatsächlich hier
ja auch schon viel Technik brauchen, viel bergbauliches Personal auch und wir auch heute schon auch bei unseren Studien, die wir durchführen über Marktverfügbarkeiten und so weiter, auch hier auch schon heute natürlich merken, okay, das ist ein Markt, der auch entsprechend, wo wir auch entsprechendes Personal auch entsprechend brauchen, was entsprechende Kompetenzen dann auch hat. Also ich höre das so ein bisschen in die Richtung, Herr Rührt, dass Sie sagen, es werden die Projekte nicht ausgehen, an denen man lernen kann und das Wissen auch in die Zukunft Gestufte, ja genau, also man merkt ja hier, das ist ja auch ein gestuftes Programm, das Standortauswahl, die Standortauswahlsuche und wir fangen jetzt eben, klar, jetzt im Moment ist eben die Büroarbeit im Fokus, aber das wird sich ja auch ändern und die Erkundung ist dann auch gar nicht mehr in so weiter Ferne und wird sicherlich eben doch dann auch ein sehr, sehr großes Projekt werden. Ja. Herr Wittenberg hatte gerade die Idee einer thematischen, ich nenne es mal Neuvernetzung mit anderen Bereichen, um auch die Wissenschaft und Technik in die Zukunft zu führen. Da würde ich gerne jetzt noch mal Herrn Schmidt von der Gewerkschaft fragen. Es ist ja oft auch so, dass in Berufsfeldern auch neue Berufsbilder entstehen, in denen unterschiedliche Themenbereiche zusammengefasst werden, die vorher nicht zusammengefasst waren. Vielleicht einfach noch mal aus Ihrer gewerkschaftlichen Sicht, was meinen Sie, was an Anreizen, an vielleicht neuen Berufsbildern noch möglich wäre, um eben die Fachkräfte in Zukunft auch oder Fachkräfte für die Zukunft gewinnen zu können? Ja, das ist eine gute Frage, die auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil tatsächlich ist der Wissenstransfer, der jetzt hier ausführlich gut diskutiert wurde, in allen Bereichen, auch bei der BGE, ob es jetzt der akademische oder nicht akademische Bereich ist, das Entscheidende, wo wir irgendwann hinkommen müssen. Die Frage ist, ob man irgendwann Bergleute auch noch Bergleute nennt oder ne, ob man sie dann auch mit anderen Fachbereichen oder Fachnamen benennt und beschreibt. Aber es ist in vielen anderen Branchen, wo man auch sagen muss, okay, da haben sich die Berufsbilder so weit entwickelt, wo man auch sagen muss, das ist so ein Unterschied, den gab es sogar vor 20 Jahren. Dieses Berufsbild, was da abgebildet wurde, gibt es in der Form jetzt nicht. Zum Beispiel ein Industriemechaniker war zeitweise, gab es auch den Industriemechatroniker. Davon sind viele Firmen wieder weggegangen, weil das ein Mixberuf war, wo man dachte, das ist die super Idee. Und dann hat man festgestellt, oh, wir bleiben lieber beim Industrieelektroniker und dann beim Industriemechaniker. Das ist natürlich auch eine Sache, da muss man ganz genau gucken und auch abwägen, was macht Sinn. Weil jetzt Berufe aufzureißen, wie zum Beispiel jetzt haben wir auch gerade die Situation Industriekaufleute, das ist ja auch ein sehr hochtrabender kaufmännischer Beruf, und den Beruf Bürokaufleute. Jetzt wird zum Beispiel noch der Beruf Bürokaufleute ausgebildet, wo aber kaum jemand heute noch anfängt. Warum wird es ausgebildet? Weil man bestimmte Sachen nicht abbilden kann vor Ort bei der BGE. Wo wir auch klar kritisieren, dann müssen wir aber auch zusehen, dass wir es abbilden können, weil wenn ich die Wahl habe als junger Mensch und sage, ich möchte im kaufmännischen Bereich reingehen, dann gucke ich, dass ich Industriekaufmann, Kauffrau werde und nicht Bürokauffrau, Kaufmann, weil da sind dann einige Punkte, die noch fehlen. Und an dem Punkt sind wir, wo wir sagen müssen, da brauchen wir die Bildungsoffensive, definitiv. Da muss auch an die Schulen gegangen werden, in die Schulen gegangen werden, was derzeit noch nicht so läuft. Auch an die Universitäten, muss man auch ganz ehrlich so sagen, weil auch wenn wir die akademischen Berufe betrachten, wir haben auch unter Tage genug Leute mit akademischem Grad, die da Untersuchungen vornehmen und man muss es den Leuten erklären. Und da muss man sagen, wie sich da Berufe entwickeln und wo auch Brücken geschlagen werden müssen. Das ist eine große Frage, die derzeit so allerdings noch gar nicht beantwortbar ist, wo ich dann sage, okay, vielleicht sind auch schon ein paar Namensveränderungen in den Berufen, wie ich zum Beispiel mit den Bergleuten gemeint habe, wo man auch sagt, das ist einfach imagemäßig heute nicht mehr up to date. Ja, also, aber ich kann trotzdem einem Bergmann, einer Bergfrau, die seit 40 Jahren unterwegs war, nicht sagen, du bist jetzt nicht mehr Bergmann oder Bergfrau. Also da, das wäre auch nicht in Ordnung. Aber da muss man gucken, dass man zukunftsorientierte Berufe schafft, ohne die Bestandsmannschaft oder die Vergangenheitsmannschaft in irgendeiner Form zu, ja, in der Tradition zu kränken. Gut, also prinzipiell sehen Sie da Möglichkeiten, aber ich höre raus, es ist auch ein sensibles Feld und es muss sehr, sehr wohl überlegt sein, weil nicht alle, ich nenne es mal provokativ, modische Verbindungen dann sich auch wirklich dauerhaft bewähren.
wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Sehr gut. Ja. Ja, jetzt können wir eigentlich öffnen, nochmal bewusst öffnen in den Kreis derer, die an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich frage einfach mal in die Regie, hätte ich fast gesagt, Aygül, ob schon Fragen vorliegen. Ja, es liegt eine Frage aus unserem YouTube-Chat vor, eher eine juristische Frage. Deswegen würde ich sie sehr gerne an Frau Kause-Berg vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung richten. Ein Zuschauer fragt, ich zitiere, können ausländische Fachkräfte überhaupt eingesetzt werden mit Blick auf atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungsverordnung? Da wäre jetzt erstmal meine Frage, vielleicht könnte Frau Kause-Berg für alle Laien unter uns Nicht-Juristen erstmal sagen, was das ist, diese atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungsverordnung, ein sehr langes, sehr deutsches Wort, und ob das eben in irgendeiner Art und Weise die Anwerbung von ausländischen Fachkräften, worum es ja jetzt heute geht, tangieren würde. Ja, ist das möglich, Frau Kause-Berg? Das Mikro ist schon an, wunderbar. Ja. Also ich kann auf jeden Fall einordnen, worum es geht. Also es geht darum, dass... Vielleicht ein bisschen lauter. Ja, genau. Also die atomrechtliche Zuverlässigkeit ist sogar eine Genehmigungsvoraussetzung für, ja, man kann sagen, sämtliche Tätigkeiten, so auch eben Errichtung und Betrieb eines Endlagers im Nuklearbereich. Das wird abgeprüft im Zuge der Genehmigungsverfahren und auch immer wieder danach bei Wechseln im Personal des Betreibers an den relevanten Stellen. Das ist im Atomgesetz geregelt und untersetzt mit einer Verordnung, in der eben genau geregelt ist, was die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit sind. Ich muss zugeben, dass ich jetzt in Bezug auf den Einsatz von ausländischem Personal an der Stelle es konkret nicht beantworten kann, unter welchen Voraussetzungen und wie grundsätzlich ausländisches Personal eingesetzt werden kann ich oder ob es da bestimmte Punkte gibt, auf die man in der Prüfung achten muss. Das muss ich zugeben, da muss ich jetzt gerade passen. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das wohl auch möglich wäre. Es ist vielleicht komplizierter zu prüfen, aber das müsste ich auch nochmal nachreichen. Also wer auch immer das gefragt hat, darf gerne im Zweifel an unsere Info-E-Mail-Adresse schreiben und dann bekommt er auch eine Antwort darauf. Vielleicht haben wir ja noch andere. Vielleicht haben wir ja noch andere Juristinnen oder Juristen in der Runde. Ich hatte Frau Kause-Berg jetzt angesprochen, weil ich wusste, dass sie eben Juristin ist, die uns da vielleicht auch weiterhelfen können. Ja, Frage in die Runde. Juristen vor und Juristinnen. Das ist noch sehr zurückhaltend. Dann müssen wir es doch so belassen, dass der oder die gefragt haben, hat sich an Space, an Frau Kause-Berg nochmal wendet. Jetzt ist eine Wortmeldung von Herrn Ruyak vom BGE. Ja, genau. Ich bin echt kein Jurist und ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich möchte nur gerne aus der Wirklichkeit von uns Endlagersuchern, ne? Also wie gesagt, wir suchen einen Standort und sind damit natürlich im Moment auch ja noch weit davon entfernt, dass tatsächlich dieser Abfall entsprechend eingelagert wird, also in einer ganz anderen Phase. Aber heute, Stand heute ist es so, dass wir eben sehr wohl auch Kolleginnen und Kollegen haben, die eben international sind, also eben auch zum Teil eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist also durchaus möglich bei uns. Aber das ist eben auch nicht gekoppelt jetzt an diese atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfung. Die ist jetzt nicht, meiner Kenntnis nach, nicht unbedingt obligatorisch, um jetzt einen entsprechenden Standort zu suchen. Das weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also und inwieweit da der Nachweis, wann er erforderlich ist und etc. Also wir sind ja auch, wie gesagt, wir suchen einen Standort und sind von daher jetzt eher etwas weiter weg von diesem eigentlichen Abfall aktuell.
Herzlichen Dank. Gibt es aus dem Kreis der Teilnehmenden noch eine Frage? Aygül, hören Sie? Das ist jetzt im Moment wohl nicht der Fall. Doch. Nein, aus dem Chat sind keine Fragen mehr zu erwarten. Oder noch keine da. Noch keine da. Dann lasse ich noch ein bisschen Zeit aus unserem Kreise. Dann schließe ich vielleicht noch mal eben an das, was Herr Röhr gesagt hat. Ja. Mhm. Also prinzipiell ist es ja so, alles, was gesagt wurde, ist richtig. Aber diese Fragen der atomrechtlichen Zuverlässigkeit, die beschränken sich, das hat er auch schon angedeutet, natürlich auch auf ein ganz bestimmtes Personal, was dann entsprechend auch mit den Abfällen nachher mal umgehen muss. Und das ist jetzt der Hinweis auf noch einen Punkt, wo ich nochmal auf meine Bedarfsanalyse gerne zurückkommen möchte. Auch das richtig gesagt von Herrn Rüyak, natürlich, der Prozess geht weiter und als nächstes wird erkundet. Nur in jeder Phase des Prozesses brauchen wir auch andere Arten von Kompetenz. Also demnächst sind es die Seismiktrupps zum Beispiel oder die Bohreinheiten. Und irgendwann werden es dann Bergleute sein und so weiter und so weiter. Also das gehört zur Bedarfsanalyse auch dazu, dass man diesen zeitlichen Verlauf und die Arten von Kompetenz, die gefragt sind, dann irgendwie mal abbildet. Mhm. Vielen Dank. Jetzt begrüße ich unter uns Miranda Schröers, unsere Co-Vorsitzende. Und sie hat sich auch gleich zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ich habe mit Bildschirm zugeschaltet zugehört. Als Akademikerin, oben auf meine Rolle im MBG, habe ich mit starkem Interesse Ihre Beiträge zugehört. Ich wollte ein bisschen fragen im Sinne des Rolle des Nationalbegleitgremiums. Wenn Sie uns eine Empfehlung machen würde, was wäre es und an wen sollten wir das wenden? Und hier stelle ich in den Raum, ist es in der Politik, ist es in der Akademie, ist es in finanziellen Strukturen, wo müssen wir diese Message nach außen tragen, dass vielleicht eine stärkere Nachwuchszukunft entwickelt werden kann? Mhm. Herr Schmidt. Das ist eine super schöne Frage, da laufen Sie bei mir gerade Türen ein. Unbedingt die Politik aus Gewerkschaftssicht, kann ich so sagen, denn die Politik ist bei uns bei der BGE, wenn sie sein müssen, sind aber auch ganz schnell wieder weg, weil wenn man sich dort ja ablichten lässt, das ist nicht besonders stimmzählbar, das ist nicht besonders attraktiv. Und das ist halt so eine Sache, die auch den Leuten vor Ort auf die Füße fällt, was die Leute vor Ort merken. Ich merke es an meinen Betriebsratsgremien, dass das doch ein wenig schmerzt, wenn da Politiker hinkommen. Hinterm Tor sagen sie alles, ja, wir stehen hinter euch, aber wenn es vors Tor geht, will man von nichts mehr gewusst haben und ist ganz schnell weg. Also das ist auch so eine Sache, Wertschätzung in der heutigen Zeit, da gibt es ja auch die verschiedensten Auslegungen, aber genau da geht die Richtung hin, Wertschätzung der Fachkräfte, die dort vor Ort sind. Ob jetzt die Akademiker oder die Nicht-Akademischen, das ist komplett egal. Das, was ich jetzt seit 2 Jahren dort erleben darf, wenn ich da mir auch eine Meinung zu bilden darf, und ich nehme sie auch einfach raus, ob ich jetzt nach Peine gucke, in die Hauptverwaltung, ob ich nach Salzgitter in den Strahlenschutz reinschaue oder ob ich auf die Bergwerke selber gucke, das ist komplett egal. Da arbeiten Leute unter Hochdruck und wirklich, die tun alles für die Sicherheit Deutschlands, dass die Sachen vernünftig bearbeitet und unter Tage kommen, gehen vors Tor und müssen sich beschimpfen lassen. Das ist so eine Sache, da kämpfe ich auch in der Politik so ein bisschen, auch mit meinen Schwestergewerkschaften, was mich auch manchmal sehr wütend macht, wenn man gegen die eigenen Leute gehen muss, wo man sagt, Leute, es kann es nicht sein. Also man kann vieles kritisieren, auch an der Politik. Und die Politik, sobald es da Ärger gibt, geht in Deckung, geht unter Tage, hätte ich was gesagt, geht in ihre Büros und lässt sich nicht blicken, bis es wieder abgeebbt ist. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr stark kritisiere. Und von daher, wenn die NBG was machen möchte, sehr, sehr gerne ab zur Politik, denen sagen, dort sind eure Leute, wir haben 2300 Leute derzeit, die dort auch die Wertschätzung brauchen. Und das ist, gerade von der Politik sollte das laufen. Wenn nicht von anderen, dann wenigstens von denen. Ja, ich bin ein bisschen in Rage gekommen. Ja, das war gut. Das war ein ganz klarer Auftrag, hätte ich fast gesagt, an uns im NBG, uns mit den Themen auch
bewusst an die Politik zu wenden und die Probleme, die wir jetzt ja auch heute besprochen haben und die Herausforderungen tatsächlich auch bekannt zu machen, um der Sache willen, aber eben auch um der Menschen willen, die dort arbeiten. Ja, ich gebe die Frage von Frau Schröers nochmal weiter. Was empfehlen Sie uns oder was wünschen Sie sich von uns im NBG? Herr Röhling, Sie hatten sich gemeldet. Ja, vollkommen klar. Politik ist immer richtig. Ich habe mich vorhin, als Frau Kauseberg auch dieses Konzept zur Weiterbildung genannt hat, ich habe den Link übrigens in den Chat gestellt inzwischen, auch gefragt, wie denn die Haltung der aktuellen Bundesregierung eigentlich zu diesen Fragen aussieht. Wenn man die Koalitionsvereinbarung der Vorgängerregierung mit der jetzigen vergleicht zu diesem Thema, dann sieht man eine enorme Schrumpfung alleine schon im Umfang, aber auch in der Tiefe der Erörterung fest. Das fängt bei der Überschrift schon an. Da hat man die Überschrift Atom und da steht dann so eine halbe Seite und irgendwo steht dann auch was von Kompetenz. Wie gesagt, dieses Papier ist noch unter der Vorgängerregierung entstanden und wenn man da die Koalitionsvereinbarung sich angeguckt hat, da sah man tatsächlich auch, dass sich da jemand ernsthaft mit dieser Frage beschäftigt hat. Ja, also Politik sicherlich richtig. Das Problem bei Hochschulen ist ein bisschen, das wissen wir alle, Miranda, du weißt das auch, Hochschulpolitik ist Landespolitik. Das heißt, wir haben gleich mal 16 Landesregierungen, an die wir uns wenden könnten. Das wird schon schwieriger, da müsste man sich wahrscheinlich einige aussuchen. Aber vielleicht wäre ein ergänzender Vorschlag auch noch Hochschulrektorenkonferenz. Dass man da dann auch bundesweit nochmal ein Bewusstsein schafft, dafür, dass hier ein attraktives Thema eigentlich ist. Es ist ja auch hochinteressant, es ist hochspannend. Wir machen das ja alle wahnsinnig gerne, meistens. Und eins mit Perspektive ist und eins, wo auch ein Bedarf herrscht. Also das ist, dass dieses Schmuddel-Image vielleicht auch nicht mehr wirklich gerechtfertigt ist, was ja auch schon mehrfach angesprochen worden ist. Also wie gesagt, Hochschulrektorenkonferenz wäre noch ein Adressat. Gut, ein zweiter, sehr konkreter Vorschlag. Ich werde die anderen Podiumsgäste auch noch nach ihren Aufträgen an uns fragen. Aber jetzt hat sich erstmal Herr Fox gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich kann gleich sehr gut daran auch anknüpfen. Thema Image, negatives Image, das hier ja auch schon mehrfach eine Rolle gespielt hat, auch gerade in den Eingangsüberlegungen. Und eine Voraussetzung letztlich dafür, dass sich auch junge Wissenschaftler dafür interessieren, dass auch dieser Prozess dann auch intensiv auch wissenschaftlich weiter begleitet wird und dann eben auch die entsprechenden Fachkräfte dafür da sind, liegt sicherlich auch darin, dass diese Beteiligung, die Öffentlichkeitsbeteiligung so stattfindet, wie es das Gesetz auch vorschlägt und will. Dass es nämlich transparente Informationen gibt, dass auch offene Fragen auf den Tisch kommen, auch im öffentlichen Prozess auf den Tisch kommen, und zwar frühzeitig und umfassend. Dass dann am Ende auch wirklich die Menschen, die jetzt auch durchaus aus wissenschaftlicher Perspektive in diesen Prozess hineinschauen und sich überlegen, will ich mich weiter daran beteiligen oder nicht, will ich da vielleicht sogar einen Schwerpunkt bilden, will ich da vielleicht eine berufliche Zukunft finden, dass die auch den Eindruck haben, dass es um etwas geht, was dann auch tatsächlich dann eine auch Einwirkungsmöglichkeiten dann auch eröffnet und Entscheidungsspielraum auch öffnet. Und das ist nicht am Ende sicherlich auch das, was das ganze Verfahren am Ende auch attraktiv macht. Also ich plädiere sehr dafür, dass auch das NBG mit dafür sorgt, dass es wirklich eine transparente Informationspolitik gibt, dass auch Zwischenergebnisse zum Beispiel der BGE, um die es jetzt gerade geht, nicht jahrelang zurückgehalten werden und am Ende einmal auf den Tisch kommen, dass man wirklich auch die offenen Fragen auch im öffentlichen Diskurs auch zur Diskussion stellt. Mhm. Vielen Dank. Auch ein klarer Wunsch an das NBG, dass wir unseren genuinen Auftrag auch so erfüllen, dass es ankommt und auch bei zukünftigen jüngeren Leuten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deutlich bleibt, wie wichtig diese Aufgabe ist. Jetzt möchte ich gern Frau Henning fragen, haben Sie für einen Wunsch an uns, das nationale Begleitgremium? Ja, also ich würde auch eher die Politik als Adressaten sehen, denn wir haben ja hier in der Runde festgestellt, dass wir Personal brauchen, was das Wissen weitergibt und eine entsprechende Infrastruktur.
Und die Finanzierung wird über das Drittmittelsystem, wie es bisher funktioniert, einfach nicht funktionieren. Und da kommen Bund und Länder ins Spiel, denn die haben die Förderung in der Hand und am Ende auch die Förderung oder dass die MINT-Studienfächer an den Schulen und an den Universitäten mehr gefördert werden. Und da würde ich mir vielleicht vom NBG wünschen, dass Sie das organisieren, dass das Thema an den entsprechenden Universitätsstandorten bekannt wird, durch Vorlesungsreihen, Seminare und vielleicht auch dadurch das Image dort verbessert wird. Denn am Ende würde ich sagen, alles, was mit zum Thema Endlagersuche, Bau oder Konditionierung zu tun hat, sind am Ende Spezialisierungen im Bereich Geowissenschaften, Chemie, Ingenieurswesen. Ja. Mhm. Vielen Dank. Und Herr Wittenberg. Ja, ich habe ja schon ein, zwei Mal das kleine Plädoyer dafür gehalten, dass die Bereitstellung von Fachkräften sehr stark davon abhängt, dass wir eben letztendlich Arbeit in diesen Bereichen haben. Nun kann ich mir schlecht von der NBG wünschen, dass wir mehr Bergwerke in Deutschland bitteschön gründen und nach irgendwelchen Mineralien erfolgreich graben. Insoweit mein kleiner Wunsch sich aus der Ecke ergeben. Professor Röhlich hat es vorhin auch, ich glaube, schon ein, zwei Mal zitiert. Wir haben es in der Runde besprochen, dieses von 2019, 2020, BMWI plus X, wurde zum Beispiel ganz konkret auch die Förderung von Auslandsprojektaktivitäten in eine Maßnahmenliste geschrieben. Da stand, glaube ich, drin, dass auch die GEZ solche Aktivitäten durchaus mal mit übernehmen kann und sich im Bereich der auch der nuklearen Entsorgung im Ausland engagieren kann. Jetzt haben wir gerade gesagt, klar, es ist ein bisschen vielleicht auch noch unklar, was die neue Regierung mit diesem Papier macht. Aber ich sage mal, ein Mitengagement, man kann das natürlich nicht finanzieren aus dem Blickwinkel der Bundesrepublik Deutschland, aber ein Mitengagement, dass wir in der Lage sind, ich sage mal, als Dienstleister, als Anwender würde vielleicht indirekt auch die BGE mit interessieren, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Also würde auch nicht nur jetzt die kommerziellen Dienstleister stärken, sondern vielleicht auch den Betreiber mit interessieren, dass wir an konkreten Projekten sozusagen, ich sage mal, wie heißt die Werbung von einer Bank, ein bisschen mehr Rückenwind bekommen, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht dazu führen würde, dass man über Auslandsengagements, in welcher Form auch immer, auch wieder letztendlich ja, Wendung findet und damit Menschen begeistern kann. Ich kann nur sagen, dass solche Auslandsaktivitäten auch zum Imagegewinn beitragen und heute ja, sehr, sehr gerne angenommen werden. Die machen einen Arbeitsplatz interessant. Mhm. Vielleicht ein halbwegs konkreter Wunsch meinerseits. Gut, herzlichen Dank. Viel auf Miranda Schröers bedankt sich auch, dass Ihre Frage so konkret beantwortet worden ist. Wir kommen jetzt allmählich in die Schlussrunde unserer Veranstaltung und ich würde nochmal unsere vier Podiumsgäste bitten, vielleicht mit ein, zwei Sätzen zu sagen, was sie mitnehmen von diesem Gespräch, in der Hoffnung, dass sie vielleicht einen neuen Gedanken, eine neue Anregung aus dieser Diskussion mitnehmen können. Ich fange mal an wieder mit Herrn Schmidt. Nehmen Sie etwas mit aus diesem Gespräch für die Fragestellung Fachkräfte für morgen und zwar speziell für unsere Aufgabe, ein Endlager zu finden. Ja, absolut. Also gerade das Thema Wissenstransfer, das Thema Befristung und Entfristung, das ist auch bei den Akademikern ein großes Thema ist und ein nicht so schönes Thema ist. Da nehme ich viel mit. Ich nehme mit, dass wir im wissenschaftlichen Bereich zum politischen Bereich, den ich ja vertrete, absolut ja, fast ähnlicher Ansichten sind, mit verschiedensten Wegen, aber ähnlicher Ansichten sind. Also da nehme ich viel mit und dass wir auch mit der NBG nicht ganz alleine dastehen manchmal auf weiter Flur, was auch das Thema Endlagerung angeht im politischen Kontext. Das ist ein gutes Gefühl, was man dann mitnehmen kann. Gar nicht, also inhaltlich sowie gefühlstechnisch, ja, auf jeden Fall. Da auf jeden Fall schon mal Danke von meiner Seite aus. Vielen Dank, Herr Röhling. Ja, was nehme ich mit? Also am Anfang hatte ich etwas die Befürchtung, dass das in eine dieser üblichen Jammerrunden abgleitet, wo wir uns alle gegenseitig über unsere Probleme ausweinen.
Das ist nicht so geworden, das freut mich sehr. Ich nehme mit, dass aus sehr, sehr unterschiedlichen beruflichen und Altersperspektiven die Dinge eigentlich sehr ähnlich gesehen werden. Ich nehme ganz konkret mit, greife ich was von vorhin nicht auf, dass man diese Idee der Institutionalisierung in der akademischen Endlagerforschung auch mit einer Stärkung des akademischen Mittelbaus verbinden muss und ansonsten vor allen Dingen auch das Gefühl, vielleicht auch im MBG einen Verbündeten gefunden zu haben bei einer doch sehr schwierigen und langfristigen Aufgabe. Mhm. Vielen Dank. Frau Henning. Hennig, Entschuldigung. Ja, ich nehme auch mit, dass es wir sehr, sehr breit denken müssen, dass es eben auch nicht nur den akademischen Bereich betrifft, sondern auch den nicht-akademischen, diesen Fachkräftemangel. Und wir, glaube ich, auch unser Denken oder ein bisschen anders denken müssen, um das Thema attraktiver zu machen und Leute anzulocken, damit sie diesen Bereich interessant finden und gerne hier arbeiten wollen. Mhm. Vielen Dank. Und last not least, Herr Wittenberg, den ich jetzt allerdings nicht mehr sehe. Doch, er ist da. Doch, ich sehe nur Dieter Wittenberg. Ja, der Schwarz, aber er ist da. Ah ja, gut. Herr Wittenberg? Er hört uns nicht. Hört man mich noch? Ja. Sie hört man. Gut, also Herr Wittenberg ist gerade im Moment nicht aufzufinden. Dann würde ich sagen, wenn er wieder zurückkommt, werde ich ihn nochmal ansprechen. Aber wir kommen dann jetzt zum Abschluss und wir wollen noch versuchen, ein kleines Resümee zu ziehen. Und da möchte ich gerne den Herrn Arnjo Sittich bitten von unserem Gremium. Arnjo, was haben Sie mitgenommen? Was würden Sie für ein Resümee ziehen von unserem Gespräch? Ja, ich würde mich erstmal bedanken für das Gespräch. Ich finde, es wurden wirklich viele spannende Aspekte genannt, die mir auch viele gar nicht so bewusst waren und aber auch viele konkrete Lösungsvorschläge. Ich habe mir mal so ein bisschen Sachen mitgeschrieben, die ich als wichtigste Punkte irgendwie empfunden habe und auch Punkte, an die das NBG vielleicht ansetzen kann. Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, oft angesprochen wurde, wenn es um die Bezahlung der Menschen geht, dass es zum einen da entfristete Verträge an den Unis zum Beispiel gibt. Das Problem kenne ich auch, was eben auch einer Wissensweitergabe ein bisschen im Weg steht, wenn es nur solche befristeten Verträge gibt. Und dass natürlich auch die Attraktivität der Arbeitsplätze durch einen Tarifvertrag steigt. Anderer Punkt zur Finanzierung ist natürlich die Finanzierung von Forschung. Da konkrete Projekte auch, also als Wichtigstes ist es mir da irgendwie im Kopf geblieben, ein Forschungsbergwerk im Steinsalz, was es bis jetzt noch nicht gibt, was man eben jetzt mal überdenken könnte, ob man das nicht machen kann, eben auch, weil es länger dauert. Und abgesehen davon, da braucht man viele konkrete Projekte, um auch ein Stück weit die Fachkräfte, dass sie eben Projekte haben, an denen sie arbeiten können, damit die verschiedenen Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, aber auch Unternehmen eben Projekte haben, wo es eben dann auch eine Wissensweitergabe gibt. Dann diese Idee von einem Institut für Endlagerforschung. Da könnte man ja auch recht interdisziplinär denken und auch abgesehen vielleicht nur von einem akademischen Feld auch irgendwie auf praktische Erfahrungen umsetzen, dass man eben da ein Ort schafft für die Wissensweitergabe und eben auch für praktische Erfahrungen und dass die Politik eigentlich bei all diesen Punkten eben der Hauptadressat ist. Das ist eben das Wichtigste vielleicht auch für uns als NBG, dass vielleicht viele Punkte gar nicht die Institutionen im Standortauswahlverfahren direkt ändern können, sondern dass es auch große Veränderungen natürlich sind, die da bewerkstelligt werden müssen und da die Politik der wichtigste Adressat eigentlich für uns ist. Das waren die wichtigsten Punkte von mir. Ja, vielen Dank, Arnjo Sittich.
Dann bleibt mir jetzt, Ihnen allen sehr herzlich zu danken, besonders unseren Podiumsgästen, die sich sehr gut vorbereitet und sehr engagiert eingebracht haben. Ich fand, es war eine sehr sachliche und zukunftsweisende und auch sehr konstruktive Diskussion. Am Anfang hatte ich auch etwas den Eindruck, wie kommen wir aus dem tiefen Loch wieder raus? Aber dann haben sich doch wirklich viele Perspektiven zusammengetan, sodass ich glaube, wir können hier mit neuen Eindrücken dann auch nach Hause gehen. Ich soll noch hinweisen darauf, dass es auf der Homepage des NBG ein Dossier gibt, wo viele Informationen aus dieser Reihe, aus unserer Veranstaltungsreihe gesammelt sind, wo dann auch jeweils der Link zu finden ist, dass man die Veranstaltung nochmal nachschauen kann auf YouTube. Und ich soll darauf hinweisen, dass es, wie gesagt, jetzt noch zwei weitere Termine, zwei weitere Veranstaltungen im Rahmen der Reihe Endlagersuche dauert länger, was nun gibt, und zwar am 21. Juni. Sie hatten das schon auf einem Bild gesehen. Da geht es um den Fokus Zeitplanung. Also genau das, was Herr Röhling angesprochen hatte. Es ist ja noch gar nicht richtig klar, wie diese Zeitplanung sich jetzt tatsächlich gestalten wird. Wir haben unterschiedliche Modelle, aber das wollen wir da am 21.06. nochmal zum Thema machen. Und am 14.10., also am 14. Oktober, gibt es dann eine Abschlussveranstaltung der Reihe. Da kann man sich anmelden, präsentisch. Es wird aber hybrid sein, sodass man auch digital teilnehmen kann. Nochmal einen herzlichen Dank an Sie alle und ich wünsche Ihnen nun einen schönen, erholsamen, vielleicht sonnigen Abend. Alles Gute, auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Dankeschön.